Mit dem traditionellen Weckruf darf ich Sie ganz herzlich willkommen heißen, liebe Hoferinnen und Hofer, liebe Freundinnen und Freunde von unterm Schlappendach. Es ist ja heute leider einmal wieder so, dass wir nicht so richtig miteinander feiern können, aber ich darf Ihnen versprechen, wir haben Ihnen ein Bundesprogramm zusammengestellt, um das Schlappendach zu Ihnen heimzubringen. Und bevor wir damit anfangen, darf ich mich natürlich zuallererst einmal vorstellen. Mein Name ist Adrian Rossner und ich freue mich, dass ich heute Ihr Concierge, Ihr Konferencier, Ihr Moderator und Gastgeber sein darf. Herzlich willkommen. Was genau erwartet Sie heute überhaupt? Das ist eine spannende Frage, denn immerhin haben wir Ihnen ja einiges versprochen. Und insofern darf ich Ihnen sagen, wir haben Interviews mit verschiedenen Akteuren für Sie vorbereitet. Wir haben Live-Interviews und auch Vorbereitete. Wir haben uns den Brauprozess des Schlappenbiers einmal genauer angeschaut. Wir haben uns angeguckt, wie denn das Schlappenschießen eigentlich funktioniert. Und wir haben natürlich am Ende auch die Kür unserer Sieger vom Festumzugsmalen. Unsere Hofer Kinder haben ja fantastische Werke eingereicht und natürlich haben wir auch die Kür des Siegers vom Schlappenschmeiß. Sie sehen schon, wir haben viel vor. Es ist jetzt aber natürlich nicht nur so, dass wir für Sie eine kleine Show zusammengestellt haben, sondern wir würden uns freuen, wenn Sie ganz aktiv dabei sind. Deswegen all diejenigen von Ihnen, die jetzt an den mobilen Endgeräten zuschauen, nutzen Sie gerne die Kommentarfunktion. Oder wenn Sie in Facebook bzw. Instagram parallel mit sind, nutzen Sie den Hashtag Schlappentag 2021, um Ihre Beiträge zu markieren. Wir kriegen das alles mit und werden dann am Ende auch die schönsten bzw. einen kleinen Überblick dieser Beiträge, so muss ich sagen, in unserer Show live zeigen. Das ist das Besondere an einem Stream. Sie alle können mitmachen und dazu laden wir Sie schon jetzt ganz herzlich ein. Jetzt haben Sie sich ja vielleicht schon gedacht, wenn der Rossner dabei ist, dann wird es auch irgendwas mit Geschichte zu tun. Und natürlich haben Sie sich da nicht geirrt. Ich darf Ihnen jetzt am Anfang einmal einen ganz kurzen Überblick geben, was denn überhaupt passiert ist, als damals in Hof der Schlappentag zum ersten Mal zelebriert wurde, beziehungsweise was zuvor geschehen ist. Sie müssen wissen, dass sich Hof im ausgehenden Mittelalter längst zu einer großen Handelsmetropole entwickelt hatte. Die Stadt lag an mehreren bedeutenden sogenannten Altstraßen, die sich meistens in Form der berühmten Hulweg ausgebildet hatten, und hat davon immens profitieren können. Hof war nicht nur ein Zentrum des Handels, sondern auch des Handwerks. Insofern ging es der Stadt wirklich fantastisch. Außenrum aber, da hat sich so einiges zugetragen, was den Aufstieg Hofs nicht unbedingt begünstigt hat. Die katholische Kirche beispielsweise war relativ stark mit sich selbst beschäftigt. Es gab das sogenannte Kirchenschisma. Insgesamt gab es 3 Päpste, die parallel zueinander regierten und die jeweils für sich behaupteten, der einzig wahre Stellvertreter Gottes auf Erden zu sein. Parallel dazu hatte Kaiser Karl IV. Immense Probleme damit, den Kaiserstuhl und damit auch seinen ganz persönlichen Einfluss zu bewahren. Und zum Dritten gab es immer mehr Neuaufsteiger, große Reichsstädte wie Nürnberg beispielsweise, die das althergebrachte System aus Kaiser, Adel und der zugrunde liegenden Gesellschaftsform immer mehr in Frage gestellt haben. Sie sehen schon, das ausgehende Mittelalter mag für Hof eine Epoche großer Blüte gewesen sein. Aber insgesamt muss man ganz offen sagen, dass es doch eher eine Zeit der um sich greifenden Krisen gewesen ist. Und genau in diese Zeit wurde 1370 oder 71, ganz genau, was man das nennt, Jan Hus geboren. Im böhmischen Husinek hat er damals das Licht der Welt erblickt, anschließend studiert in Prag und ist später zum Priester geweiht worden. Im Rahmen einer Predigt kam er das erste Mal mit einem Herrn in Kontakt, der ihm die Schriften von John Wycliffe nahelegte. Wycliffe war ein berühmter Reformator, der mehrere Thesen aufstellte, die im Folgenden auch Hus für sich übernahm. Und nicht allein Hus hat diese Thesen aufgegriffen, sondern auch noch ein anderer berühmter Reformator, über den wir dann aber ein bisschen später noch sprechen werden. Hus forderte daraufhin zum ersten Mal in einer seiner Predigten in Prag, dass die Predigten fortan in der Sprache des Volkes gehalten werden sollen, also nicht mehr in Latein, weil das halt bloß, ich sage mal, nicht einmal die Hälfte für die Leute verstanden hat. Kenne ich Ihnen jetzt Anekdoten dazu, was da alles rausgekommen ist, aber das wäre ein bisschen zu lang. Er forderte darüber hinaus, dass das Abendmahl in beiderlei Gestalt auch für die Laien zur Verfügung stand, dass also auch die normalen Gläubigen und nicht nur die geweihten Priester die Hostie und den Wein bekamen, also Leib und Blut des Herrn,
und er forderte ein Ende des Ablasshandels sowie eine Fokussierung der Kirche auf die Nöte der Menschen. So heißen, die Päpste sollten sich nicht mehr untereinander streiten, der Vatikan sollte keine Machtpolitik mehr betreiben, sondern sich wieder auf das konzentrieren, wofür er eigentlich da war. Sie können sich vorstellen, dass Hus mit diesen Thesen natürlich nicht unbedingt so gut angekommen ist. Und deswegen lud man ihn im Jahr 1414 zum großen Konzil nach Konstanz ein. Der Kaiser Sigismund hatte ihm eigentlich sogar noch freies Geleit zugesichert, weil Hus schon befürchtet hatte, dass irgendwas Schlimmes passieren könnte. Aber am Ende ging er trotzdem hin, wurde dort vollkommen überraschend vor ein Gericht gestellt, wurde dazu aufgefordert, seinen Thesen abzuschwören, was er nicht tat, und daraufhin im Jahr 1415 auf dem Scheiterhaufen als Ketzer verbrannt. Seine Anhänger, die sogenannten Hussiten, waren davon natürlich nicht sonderlich begeistert und begannen daraufhin um 1420 mit den berühmten Hussitenstürmen oder auch Hussitenkriegen. Sie selbst bezeichneten das übrigens als die rauchenden Spaziergänge, was schon zeigt, wie persiflierend das Ganze auch von ihnen kommentiert worden ist. 1430 kamen die Hussiten auch nach Hof und belagerten die stolze Handelsstadt an der Saale. Was genau passiert ist in diesem Jahr 1430, das werden wir uns dann später noch einmal genauer anschauen. Ich will Sie jetzt nämlich nicht allzu sehr mit historischen Fakten langweilen oder auf die Folter spannen, sondern Ihnen ganz im Gegenteil an dieser Stelle auch meinen ersten Interviewgast herzlich vorstellen. Ich darf begrüßen die Oberbürgermeisterin der stolzen Stadt Hof, die Frau Eva Döhler. Eva, gehst du mal her, mein Guter. Ja, hallo Servus, Adrian. Grüß dich. Und liebe Freundinnen und Freunde unseres digitalen und des echten Schlappentags. Eva, wir haben ja schon wegen Anstand Daten auch hingestellt. Jetzt bin ich natürlich wieder ein wenig eifersüchtig, dass ich kann, aber ich habe dafür die Schlappen durchstehen. Schau, das ist immerhin auch schon mal was. Ne? Ja. Eva, wir haben ja jetzt ein bisschen eine Problemsituation. Ne? Du bist das zweite Jahr Oberbürgermeisterin von Hof und das zweite Mal können wir nicht richtig Schlappentuch feiern. Wie genau hast denn jetzt du diesen so besonderen Schlappentuch 2021 bislang verbracht? Wie hast du ihn begangen? Den heutigen jetzt. Genau. Ja, der ging damit los, dass ich viel länger schlafen konnte als sonst an einem Schlappentag, weil mich hat halt mein ganz normaler Radiowecker irgendwann geweckt. Ich sag's auch mit den Nachrichten um 6:30. Und normalerweise muss man da schon ein wenig früher aus den Federn. Und dann bin ich ins Rathaus. Ich habe heute auch noch ein paar Besprechungstermine gehabt. Mhm. Aber um 9:30 haben wir uns ja zu dem Fototermin getroffen, wo auch der Werstlamont dann seinen Weckruf gekriegt hat. Und es war ein sehr später Weckruf, aber spätestens dann waren wir alle wach. Und ja, dann gab es noch ein bisschen Pressekontakte und Interviews, dann habe ich wieder normal weitergearbeitet und jetzt wird es noch einmal ein bisschen festlich hier. Das heißt aber auch, Eva, dass du dann tatsächlich heute, ich suche mal, an fast normalen Tuch eigentlich gehabt hast, ne? Mit Ausnahme der ganzen Pressetermine. Da müssen wir dann im nächsten Jahr schon ein bisschen was überlegen, wie wir das Schlappentuch wieder zünftiger feiern können. Und das ist auch komisch, wenn Schlappentag ist, was ja echt sowas wie ein Feiertag ist und ein Festtag, und wenn dann dazwischen so normale Sachen halt sind. Obwohl, ich habe noch ein wenig was Schönes gemacht, was Besonderes. Ich habe mal meine alten Kollegen von der Diakonie am Klostertor besucht. Mhm. Die haben mir auch ja erzählt, dass schon ja, mit Hussiten, da ist wohl bei uns schon was gedreht worden und so. Und habe denen einen Kasten Schnappenbier vorbeigebracht, weil ich jetzt ja auch da seit einem Jahr weg bin. Und die haben sich schon recht gefreut. Das habe ich ja mal heute noch eingestreut, ein wenig so als Geste. Als kleinen Gruß aus dem Rathaus. Ja, genau. Sehr schön. Ja. Jetzt hast du gerade schon was angesprochen, Eva, der Hofer Schlappentag ist ja auch Feiertag, wir sagen immer so schön, es ist der Hofer Nationalfeiertag. Ich muss einmal wegen wieder ins Fränkische gehen, ich rede schon wieder Hochdeutsch. Der Hofer Nationalfeiertag. Was genau bedeutet das? Welche Rolle spielt denn der Schlappentag für die Hoferinnen und Hofer? Also ich finde, was ganz stark am Schlappentag immer ist, was man erleben kann, das ist das Festliche. Also ich mag das halt, ne? Wenn auch einmal ein Mann eine Blume dran hat. Ne? Finde ich schön, habe ich heute auch schon gesehen. Habe ich wieder keiner drauf, ne? Hat mir gut gefallen. Oder auch, dass man mal einen Hut aufsetzt. Ne? Wann macht man das noch? Also so das Festliche, auch dann die Blumen am Denkmal und die Musik, die einfach dazu gehört. Also das Festliche ist so die eine wichtige Komponente. Und dann natürlich die Stadtgeschichte, dass wir ja eine echte Verbindung haben in die Vergangenheit seit fast 600 Jahren. Du hast es schön nochmal zusammengefasst und es ist ja auch nicht, sage ich mal,
abgerissen, sondern die Kette, auch jetzt durch die Schützen, die ist ja praktisch, hat sich fortgesetzt, und es ist auch was ganz Wertvolles, finde ich, so eine direkte Verbindung in die eigene Vergangenheit, in die eigene Stadtgeschichte. Und das Dritte ist einfach die Gemeinschaft. Also die Gemeinschaft, die man halt an dem Tag erlebt, von allen, die da miteinander feiern, die dann auch wieder kommen, so aus Fern vielleicht mal in die Heimat zurück, oder die das als besonderen Anlass nehmen, die Hoferinnen und die Hofer, und auch so die große Gemeinschaft, und dann auch noch einmal die Verbundenheit derer, die das so organisieren und vorbereiten und machen und dahinter stehen und die schützen, ne? Und das Handwerk. Und das hat man heuer aber auch ein wenig gehabt. Ne? Wir ja auch gemeinsam, warst ja auch dabei in der Vorbereitung. Also da haben wir auch so Verbundenheit gespürt, derer, die sagen, wir tragen den Schlappentag und wir halten ihn auch irgendwie und wir bewahren ihn. Und auch in diesem Jahr, und da bin ich jetzt schon ganz froh drum, dass man nicht drüber hinweggeht, sondern sagt, das ist unser Schlappentag und den gibt es einfach und wir machen einfach das, was möglich ist. Der Schlappentag selber endet sich ja nicht, ne? Auch wenn wir jetzt in diesem Jahr eben wieder die besondere Situation haben. Wir haben Corona, wir müssen uns was anderes einfallen. Aber das Wichtige, können wir ja trotzdem die Traditionen zelebrieren. Und ich finde, das hast du jetzt auch ganz schön zusammengefasst. Jetzt ist noch eine Frage, die ich mir stelle, Eva, und zwar, der Schlappentag ist ja auf die Landesliste, auf die bayerische Landesliste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden. Ja. Das ist ja schon eine große Auszeichnung. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich als Einzeller, also Einzeller, ne, wir haben ja die Wolkenstiere, die sind noch nicht auf der immateriellen Kulturerbe-Liste. Was genau bedeutet das jetzt für den Schlappentag? Also das bedeutet wirklich, dass anerkannt und ausgezeichnet ist, dass er ein ganz besonderes, historisches, aber trotzdem lebendiges Erbe und Bestandteil unserer Stadtgeschichte ist und unseres städtischen Lebens. Also praktisch nicht nur so, wie wir es uns schon länger gedacht haben, sondern praktisch auch noch mit Prädikat und Siegel vom Freistaat. Und es war auch gar nicht so einfach zu bekommen. Also da muss man sich schon ein wenig anstrengen und muss auch erklären, was man da macht und was da läuft und wer da dabei ist und wie man das auch einfach so am Leben erhält und nicht nur irgendwie einfach irgendwas immer weitermacht, sondern das ist ja auch weiterentwickelt worden. Also das hat sich ja auch ein bisschen verändert und es ist aber auch richtig so und stimmig und fühlt sich alles gut an. Und da ist, sage ich mal, diese Auszeichnung, immaterielles Kulturerbe, das ist was, das hat der Schlappentag, hat er sich verdient, und da können alle stolz drauf sein. Alle, die schon irgendwann einmal beim Schlappentag waren, jeder hat dazu auch mit beigetragen. Jeder hält die Traditionen hoch. Ja, ne? Genau. Ja. Sehr schön. Liebe Eva, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns nachher noch einmal, denn du bist ja heute unsere Glücksfee, könnte man sagen. Du ziehst ja nachher die Gewinner unserer kleinen Festzugsmal-Challenge. Also bis dahin schon mal alles Gute dir. Gell? Bis dann. Und jetzt hat die Eva gerade schon was gesagt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie meinte nämlich, zum Schlappentag, da gehört auch die Geselligkeit dazu. Das ist jetzt heute natürlich ein bisschen schwierig, denn so richtig Bananasack haben wir leider nicht. Aber wir haben uns auch dafür was Tolles für Sie einfallen lassen. Wir nämlich laden Sie ein zu uns in die Brotzeitstube. Und dazu nehme ich Sie einfach einmal mit. Wir gehen einmal außen rum in unsere zweite Studiokulisse, denn da wartet schon ein freudestrahlender und gut gelaunter Christian Herbig auf mich. Hallo Christian, Adrian. Grüß dich, mein Schäder. Servus. Christian, Hand geben darf man leider nicht, gell? Nein, ich hätte Corona. Nein. Aber schön, dass du bist, mein Guter. Sie sehen schon, wir haben hier ein bisschen eingedeckt. Und wir haben natürlich hier auch das auf den Tisch stehen, was Sie bei sich zu Hause vielleicht in der Genussbox hatten, wenn Sie eine geordert haben. An dieser Stelle also noch einmal auch die Bitte an Sie, wenn Sie gerade bei sich zu Hause am Tisch, auf dem Balkon, auf der Terrasse sitzen, mit den Inhalten der Genussbox vor sich stehend und uns Zuschauer, dann schicken Sie uns gern ein Foto mit dem Hashtag Schlappentag 2021. Hashtag, ich habe früher immer gesagt, Raute, ja, das ist jetzt alles wieder, oder ja, das ist alles wieder, muss ja ist alles Englisch sein, heutzutage, aber mei. Ne? Also Hashtag Schlappentag 2021. Ich denke auch, wir haben tatsächlich schon ein paar Einsendungen da, die noch ein bisschen dauern, deswegen quatsche ich dabei einfach weiter, ist kein Problem. Wenn der Rosner Avos dann ist es vor sich hinwerfen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, dann kommen wir noch einmal ganz kurz darauf zu sprechen, welche Bedeutung auch das Handwerk tatsächlich für die Stadt Hof hatte. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, Hof war ein Umschlagplatz, ein Handelsplatz, aber es war halt auch schon immer eine Metropole des Handwerks. Und das hängt einfach nur damit zusammen, dass es bei uns immer relativ kalt gewesen ist. Jetzt werden Sie sagen, ist jetzt eigentlich keine große Überraschung, gell? Aber Sie müssen sich vorstellen, früher,
Du warst bei uns noch kälter, als es heute ist. Wir sprechen von ungefähr 4 bis 5 Grad unter dem Durchschnitt. Und das führte dazu, dass bei uns hier im Hoferland die Landwirtschaft nicht so ertragreich betrieben werden konnte am Anfang der Besiedlung als beispielsweise im Bamberger Becken. Und deswegen haben sich die Menschen relativ schnell auch auf das Handwerk konzentriert. Das erklärt eben auch, warum bei uns gerade die Textilproduktion, die Weberei, so weit verbreitet wurde. Denn das alles waren Nebengewerbe, die die Menschen in der Winterzeit betrieben haben, um quasi ein Standbein zur Landwirtschaft zu bekommen. Und jetzt habe ich aber gerade das Zeichen gekriegt, unsere ersten Einsendungen sind da. Jetzt gucken wir sie uns mal an. Ja, das sind zwar wunderschöne Boschen, die du sind, gell? Aber das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir gedacht haben. Im Notfall kennt ihr auch uns noch ein wenig Filmer, gell? Die geballte Schönheit. Ah, jetzt hat er. Jawohl. Die Christina Draxler schreibt, vorhin ist ihre Schlappenbox oder Schlappentagbox angekommen. Liebe Christina, wir wünschen dir natürlich ganz, ganz tollen und guten Appetit. Genieße es und feiere den Schlappentag zu Hause. Und da haben wir auch ein schönes Foto vor der CSU Grötenbruck Moschendorf, die allen einen wunderbaren und sonnigen Schlappentag 2021 wünschen. Das wünschen wir euch auch, ihr Lieben. Genießt es. Richtig, genau. Parkcafé Hof sagt, eins kann uns keiner nehmen, Tradition bleibt Tradition. Das ist doch ein wunderbarer, das kennt eigentlich auch fast der Hashtag, sah Christian. Genau, gell? Richtig, ja. Und auch unser Hofer Spitzenmaler, der Werner Michael, hat uns eine Zeichnung geschickt. Mir Hofer, send mit dem Herzen dabei, sucht er digitaler Schlappentag 2021. Zwar mit einem Wein in den Auge, aber trotzdem mit dem Herzen. Jawohl, das ist besonders schön. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir keine Produktplatzierung mit den Birkenstock-Schlappen machen, gell? Oh, das krass. Ist der Herr Leucht, jawohl, das ist der Geschäftsführer von der Kreishandwerkerschaft, richtig. Gell? Genau, in Herzogenaurach beim Thorsten Leucht. Sehr schön, liebe Grüße euch beiden. Und auch aus Niedersachsen haben wir Einsendungen bekommen. Das ist ja toll. Erik Witt genießt im hohen Norden das Hofer Schlappenbier. Lieber Erik, da wünschen wir dir natürlich alles erdenklich Gute dazu und einen guten Durst. Das ist der Vorteil, wenn wir digital feiern, wenn wir kein AV auswärts einmal wieder zukommen. Man muss nicht in den Hof sein. Und in Baden-Württemberg, in Buchholz, haben wir eine gemütliche Schlappentagsrunde. Jawohl, so kehrt sich das. Das macht schon wieder Lust auf das nächste Jahr noch, Herr Christian Gelb. So hoffentlich alles wieder wegen normal dabei. Ja. Aber das kriegen wir schon gut hin. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt habe ich quasi meine wunderbare Überleitung, wo ich eigentlich gedacht habe, da war ich schon vorweggenommen. Wir haben von der Bedeutung des Handwerks gesprochen. Und da freut es mich sehr, dass ich Ihnen, ich muss einmal überlegen, Christian, wie könnte ich dich titulieren? Du bist eigentlich für mich immer so wegen die Personifizierung des Handwerks in Hof. Weil du halt einfach immer Anne bist, du trägst das Feuer stolz auch nach außen, du repräsentierst das Handwerk mit viel Energie und auch mit viel Zeit und Arbeit, das muss man auch mal deutlich sagen. Und du bist vor kurzem, und dazu noch einmal ganz herzlichen Glückwunsch, mein Schöner, Vizepräsident der Handwerkskammer von Oberfranken geworden. Richtig. Was natürlich auch für uns Hoferinnen und Hofer, wobei ich jetzt wieder sagen muss, echter Hofer bin ich dabei neu, ich bin immer noch ein Zeller, gell? Aber bin ja so halb schon eingebürgert in Hof, was natürlich auch für uns Hofer wirklich eine tolle Sache ist, dass jemand von uns die Handwerkskammer in Oberfranken so stark mitprägen kann. Also du noch einmal allerherzlichsten Glückwunsch, mein alter Schöner, das ist wirklich eine tolle Sache. Wir haben ja jetzt schon viel auch über das Handwerk ein bisschen gesprochen. Wir haben uns auch schon mal darüber unterhalten, welche große Bedeutung das gehabt hat, schon von Anfang an für die Stadt Hof, für die Region. Und auch beim Schlappentuch spielt das Handwerk eine unglaublich wichtige Rolle. Warum? Der Schlappentuch ist ja Handwerker und Schützenfest. Das hängt ja immer sehr eng zusammen. Was ist da der Hintergrund dazu? Ja, das ist ganz einfach erklärt, Adrian. Die Schützengilde, die hat sich seit jeher aus den Handwerkern rekrutiert. Okay. Also von Beginn an sind einfach die Handwerker die gewesen, die sich dann zum Schützen entwickelt haben. Und da haben wir ja auch unsere Handwerkerskulptur unten am Schießheißler auf dem Festgelände. Handwerkerskulptur anno 1432. Und welche Stadt kann von sich behaupten, welche Handwerker, dass sie für ihr Handwerk, für ihren Schlappentag ein eigenes Denkmal haben? Und das haben wir. Und das hat im Jahr 2014 die
Alexandra Fritz, eine Künstlerin von der Kunstschule für Produktdesign, die hat das Ganze kreiert, entworfen. Wir haben das dann umgesetzt, haben das im Jahr 2014 dann an die Stadt Hof geschenkt. Mhm. Also das ist eine Schenkung und da sind wir mächtig drauf stolz, weil das einfach diese Metamorphose vom Handwerker zum Schützen hin erklärt. Das heißt also, der Schlackentag ist wirklich Handwerker- und Schützenfest, weil am Anfang eigentlich beides in einer Personengruppe vereint wurde. Die Handwerker wollen die ersten Schützen. Und daraus hier hat sich dann eben auch diese immens wichtige, in Hof bis heute aktive und nachweisbare Schützentradition mit der privilegierten Scheibenschützengesellschaft von 1432 rausentwickelt. Und ja? Diese Verbundenheit und der Zusammenhalt, der ist bis heute Bestand. Und das ist auch schön. Die Handwerker und die Schützen, die verstehen sich einfach. Also das ist einfach ein ganz tolles Fest. Und ich sage immer, das ist der Schlappentag, ein Treffpunkt der Generationen. Mhm. Sind es früher dann, früh am Tag, sind es eher ein bisschen ältere Handwerkskolleginnen und Kollegen, wird es dann auf dem Nachmittag, auf dem Abend zu, ein Fest der Jugend. Und da wird viel gelacht, da hat man Spaß, da wird auch mal ein wenig blöd gerät, wie man auf Hoferisch sagt. Ein wenig blöd gewarft. Und dieses Gesellige, das fehlt uns schon ein wenig in den letzten beiden Jahren. Das muss man auch ganz klar und deutlich sagen. Aber ich denke, man merkt auf der anderen Seite, Arturo, Christian, ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen geht, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, an den Endgeräten. Man merkt daran auch, dass man eben solche Dinge nicht als Selbstverständlichkeit nehmen darf. Ich denke, wir haben auch ein bisschen da, ich will jetzt Sitzung verlernt, aber uns ist es doch ein wenig aus dem Fokus geraten, dass man diese alltäglichen Situationen, die eigentlich so schön sind, dass man sagt, man kann sich einmal treffen mit einem Bekannten im Wirtshaus, man kann einmal ein wenig spazieren gehen miteinander, dass man das halt einfach vielleicht als ein bisschen zu normal auch wahrgenommen hat. Also ein Mensch bringt diese ganze blöde Situation, so mistig sie ist, am Ende auch diesen Vorteil, dass wir sagen, wir lernen einmal wieder das Alltägliche, was wir haben, ein wenig mehr wertzuschätzen. Und genau das ist der Punkt, Adrian, da bin ich zu 100% bei dir. Und der Hofer neigt auch noch dazu, gern sein Licht unter den Scheffel zu stellen. Schau, wir sind in der Genussregion Oberfranken, wir sind einer der 100 Genussorte Bayerns. Mhm. Wir haben die älteste bestehende Handwerkerzunft, nämlich die Steinhauer- und Maurerbrüderschaft von 1450, bei uns in der Stadt Hof beheimatet. Wir haben unseren Schlappendach. Und egal, wo ich unterwegs bin, wenn ich mich mit Handwerkskollegen in ganz Oberfranken unterhalte, die sagen immer, Mensch Christian, sowas hätten wir auch gern. Und wer einmal auf dem Schlappendach gewesen ist, der kommt immer gern wieder zurück, weil es einfach weiß, was Schönes ist. Es gibt nichts Schöneres wie was Schönes, außer was ganz Schönes. Christian, jetzt hast du hier gerade so gesagt, der Schlappentag ist quasi auch Handwerkstradition. Und bei euch im Handwerk wird ja Tradition auch wahnsinnig groß geschrieben. Das suche ich auch deswegen voller Überzeugung und das finde ich auch ganz klasse, dass das so ist, weil ich vor kurzem, wie wir ja dich einmal im Haus des Handwerks besuchen durften, habe ich ja auch zwei Gesellinnen auf der Walz getroffen. Richtig. Also es gibt ja heute, und das finde ich so klasse, es gibt auch heute noch, ich bin ja selber noch nicht ganz so alt, ne? Wissen Sie das? Ich habe mich zwar schon gut gehalten, aber ich bin ja wirklich noch ein Engler jung. Aber es gibt ja bis heute auch wirklich noch jünger Leute, die sagen, sie nehmen das auf sich, sie gehen da eine gewisse Zeit, ich glaube über 3 Jahre müssen sie sagen, auf die Walz, und schaue sich die Welt an. Schaue sich an, was andere Handwerksmeister schon drauf haben. Eignen sich auch die Kompetenzen dann ein wenig damit an. Gänge also einmal raus aus dem rein theoretischen. Und jetzt ist es ja so, dass bei euch genau diese Traditionen eigentlich bis heute eine wahnsinnig wichtige Rolle spielen. Wie bringt ihr das zusammen? Also wie macht ihr diese Mischung, dass das sagt Tradition und Moderne? Weil Tradition heißt ja nicht oder darf nicht heißen Stillstand, sondern es muss ja dann trotzdem mal immer sich ein wenig weiterentwickeln dürfen. Wie kriegt er da den Spagat hin? Es ist einfach so, dass es im Handwerk über 100 Berufe gibt. Mhm. Und da ist für jeden was dabei. Es gibt kreative Berufe, es gibt Berufe, die gehen in die künstlerische Richtung. Es gibt aber auch ganz moderne und innovative Berufe. Ich sage jetzt als Beispiel Kfz-Mechatroniker. Oder wenn du mal anschaust, was für Technik, für Elektronik in einem Bad verbaut wurde und was da heute alles möglich ist. Also energetische Gebäudesanierung. Da gibt es so viele hochinteressante und spannende Dinge bei uns im Handwerk. Und es ist natürlich so, ich sage immer, einen Handwerksberuf zu erlernen, das ist keine Einbahnstraße. Mhm. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich fort- und weiterzubilden. Die Schlüsselqualifikation ist natürlich der Meisterbrief, aber man kann auch ein Studium anhängen, man kann so viele Dinge machen. Und ich denke, das ist äußerst spannend und da ist für jeden das Passende dabei. Und zum Schlappendach, du hast es angesprochen, es gibt ja die klassischen Berufe, wie beispielsweise die
im Lebensmittelbereich, an Bäcker, an Metzger, die es schon immer gab. Es gibt die Schlotfächer, die Kaminkehrer, die immer mit dabei sind beim Schlappenloch und eigentlich immer die größte Handwerkergruppe bilden. Aber es gibt auch die modernen Berufe, die sich dort präsentieren, und das macht das Ganze aus. Also das in der Summe, diese Vielfalt. Und ich sage immer, auch wenn mal wirtschaftlich schwierige Zeiten auftauchen oder entstehen, dann ist es im Handwerk so, dass wir so breit aufgestellt sind, dass das Handwerk immer gut durch so eine Krise kommt. Und das macht und zeichnet Handwerk aus. Und ich denke auch, dass die Handwerkskolleginnen und Kollegen, die sind sehr engagiert, die engagieren sich in Vereinen, die sind in der Kirche aktiv und sind einfach eine tragende Säule unserer Gesellschaft. Das heißt auch, Christian, das hast du jetzt, wie ich finde, ganz wunderbar auch noch einmal ausgedrückt, wenn wir von der Kultur des Hofer Landes, des Hofer Raumes, der Hofer Region sprechen, wie im Übrigen generell von der Kultur des nordöstlichen Oberfrankens, das heißt also in der ehemaligen Markgrafschaft quasi, ob dem Gebirge, wie es früher geheißen hat, dann reden wir von der Kultur der angeblich kleinen Leute. Das heißt also derjenigen, die jetzt nicht gleichberechtigt worden mit den Fürsten und Regenten der damaligen Zeit, mit den großen Politikern, sondern wir reden von den Menschen, die vor Ort ihren Teil dazu beigetragen haben, dass es ihnen gut geht, dass es ihrer Gesellschaft gut geht, dass es natürlich dann am Ende auch ein bisschen wirtschaftlich funktioniert. So heißen, die Region des Hoferlandes, das Hoferland im Allgemeinen, hat seine Kultur von den kleinen Menschen, von den Handwerkern und Landwirten, von den arbeitenden Unternehmern. Das heißt nicht, dass sie klein sind im Sinne von unbedeutend, ganz im Gegenteil, sondern dass sie eben nicht so oft in Biografien oder irgendwelchen Dokumentationen auftreten, was aber eben unglaublich schade ist, weil man dadurch dazu neigt, sie ein bisschen zu vergessen. Naja, aber da können wir doch dran arbeiten. Ganz genau. Das wollen wir doch ändern. Ganz genau. Und das wäre jetzt und auch meine Überleitung. Jetzt wird der Christian die Überleitung verfolgt. Nein, am Schlappen doch nicht einmal auszustoßen. Das ist ja ein Sinn und ein Schand. Also, auch zu, bei Ihnen zum Wohl, gell? Ja. Jetzt werden sich mancher von Ihnen fragen, der Rossner trinkt Bier. Ich muss Ihnen ein Geständnis machen, ich trinke tatsächlich überhaupt kein Bier. Also ich bin wahrscheinlich der einzige Oberfranke, der keinerlei Alkohol konsumiert. Deswegen ist da ein guter Tee drin. Ne? Aber es muss halt, ja, jeder hat so seine kleinen Lieblingsgetränke. Lieber Christian, vielen herzlichen Dank. Gerne. Das war, wie ich finde, ein ganz tolles Gespräch, das auch gezeigt hat, dass es wichtig ist und notwendig ist, die lokale und regionale Kultur wieder mehr in den Fokus zu rücken, weil wir dürfen stolz sein auf das, was wir sind, und wir dürfen auch stolz sein auf die Identität, die das Hoferland hat, als weltoffene, ehemalige Handelsstadt, als Stadt des Handwerks und auch als Stadt der Industrie. Vielen Dank, lieber Christian. Gott schütze Sie, Gott schütze unser ehrbares Handwerk. Prost. Oh, das war jetzt natürlich noch der beste Schluss, was du machen kannst, du alter Ogi für euch. Ja, und damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, darf ich schon wieder weiterleiten. Zum Handwerk gehört natürlich auch die Brauerei. Das Kommunenbraurecht wurde Hof höchstwahrscheinlich, genau wissen wir es nicht, im Jahre 1319 mit den Stadtrechten verliehen. Seitdem durfte jeder Vollbürger in Hof, so hieß es damals, im eigenen, ich sage jetzt mal, in den eigenen Gebäuden, in den eigenen Mauern, Bier brauen. Er musste das zwar immer im Kommunenbrauhaus aufsetzen, den Sud, aber er durfte es eben in den eigenen Kellern vergären und dann auch bei sich zu Hause ausschenken. Das hat dazu geführt, dass das Bier in Hof irgendwann nicht mehr von der besten Qualität gewesen ist, weil es halt einfach sehr viel Gebansche damals gab. Und deswegen hat man eine Neuerung eingeführt. Man hat gesagt, ab sofort ist das Braurecht an die Häuser gebunden. Das heißt also, auch neu zugezogene Bürger durften nicht automatisch brauen, sondern sie mussten ein Haus mit Braurecht erwerben und erst dann konnten sie loslegen. Das Ganze führte dazu, dass im Jahre 1582, und das lasse ich mir jetzt wirklich auf der Zunge zergehen, meine sehr geehrten Damen und Herren, in Kulmbach 5388 Arme Bier eingebraut worden sind, in Boreit 5075 Arme eingebraut worden sind, und in Hof, und jetzt halten Sie sich fest, 11.154 Arme eingebraut worden sind. Also quasi fast doppelt so viel wie in Kulmbach. Jetzt müssen Sie dazu wissen, dass ein Eimer ungefähr 78 Liter entspricht. Das heißt also, das war schon ein ganz schöner Ausstoß, den die Hofer Bürger dort zusammengebracht haben. Am Ende hat sich aus diesem Kommunenbrauwesen die Großbrauerei entwickelt. Wir haben 1807
die Aufhebung des sogenannten Kommunbrauzwanges. Das heißt, fortan dürften die Leute wirklich auch in ihren eigenen Häusern brauen und mussten nicht mehr in die kommunalen Einrichtungen gehen. Und daraufhin hat sich in Hof wiederum aus dem Handwerk, das ist ganz wichtig, wir haben immer diese Verbindung aus Handwerk und Industrie, hat sich aus dem Handwerk die Großbrauerei entwickelt. Viele der Brauereien, die Sie alle noch kennen, Bürgerbräu, Weidner, Schmitz, Heiner, Zelt, Schädel, Meinl, stammen im Ursprung aus Handwerkerfamilien ab, die eben ganz oft auch schon vorher als Kommunbrauer oder als Brauer tätig gewesen sind. Und deswegen ist es natürlich vollkommen klar, dass zum Hofer Schlappentuch ein gescheites Bier dazukehrt, um diese Tradition wieder richtig schön zu feiern. Das Hofer Schlappenbier wurde bis vor einigen Jahren von der Brauerei Zelt eingebraut. Mittlerweile hat die Brauerei Schattel diese sehr wichtige Aufgabe übernommen. Und wir hatten das große Vergnügen, und das hat natürlich insbesondere mich als Industriehistoriker wahnsinnig gefreut, wir hatten das große Vergnügen, uns einmal anzuschauen, wie denn das Schlappenbier in der Brauerei Schattel überhaupt hergestellt wird. Da haben wir eine Kamera dabei gehabt, dass wir Ihnen das zeigen können, und da wünsche ich Ihnen jetzt ganz viel Spaß dabei. Günther, man sieht ja, dass bei der Brauerei Schattel tatsächlich die Tradition und die Moderne quasi Hand in Hand gehen. Wir waren gerade noch im historischen Sudhaus, jetzt sind wir hier im ganz Modernen, im Aktuellen. Was genau läuft denn da hinein jetzt ab? Ja, du hast gesagt, im modernen Sudhaus. Das Sudhaus ist dem Brauer die Geburtsstunde von unserem Bier. Was passiert da in dem Kessel? Maisbottichpfanne. Hier wird unser geschrotetes Malz, wird hier mit Wasser vermengt. Dann tun wir unter verschiedenen Temperaturen und Zeiten lösen wir jetzt unsere wichtigen Inhaltsstoffe, aus denen wir praktisch später unser Bier machen. Das dauert so ungefähr 3 Stunden und dann geht es schon rüber in den nächsten Kessel. Heißt bei uns Brauern der Läuterbottich. Hier trennen wir eben die restlichen festen Bestandteile von unserer gewonnenen Würze. Okay. Und die Würze, das wird später der Sud. Und wo man ganz besonders stolz drauf ist, die Treber, das ist ja überhaupt kein Abfall, ganz im Gegenteil, das holen unsere hiesigen Landwirte ab und verfüllen das an ihre Viecher. Ach, das ist dann auch schon mal wieder ein Stückler, wie soll ich sagen, eine Verbindung eigentlich, nicht zwischen der Brauindustrie oder der Brautradition und der Landwirtschaft, dass man sagt, da kommt eigentlich relativ wenig wirklich in Abfall, sondern es wird alles weiterverwertet. Genau, und das ist ja uns auch wichtig und vor allem sind wir unheimlich stolz, dass wir einfach regional unsere Treber zum regionalen Landwirt bringen. Jetzt sind wir aber auf der Suche nach dem Schlappenbier, du zu euch kommen. Günther, was genau macht jetzt das Schlappenbier aus? Ist das der gleiche Prozess wie den wir da gerade noch sehen, oder ist da vielleicht ein bisschen was Besonderes dabei? Also wenn ich jetzt sagen würde, das Schlappenbier läuft genauso ab, dann würde ich ja nicht die Wahrheit sagen. Es gibt natürlich aber Geheimnis um das Schlappenbier, was natürlich letztendlich das Besondere ist. Zum einen mal das besondere Rezept, das Besondere. Dann natürlich auch die höhere Stammwürze, letztendlich dann auch das spätere höhere Alkoholgehalt, was es natürlich auch immer spannend und gefährlich wird, das Schlappenbier dann auf dem Schlappendorf zu konsumieren. Jetzt hast du gerade noch gesagt, das Schlappenbier hat ein ganz besonderes Rezept. Ich kann mich daran erinnern, in Hof hat es ja früher mal mehrere Brauereien gegeben, darunter auch die Brauerei Zelt, die das Schlappenbier vor euch hergestellt hat. Ja. Hat dann die Brauerei Zelt dieses originale Rezept an euch weitergeben, dass ihr das jetzt ganz exklusiv quasi habt, oder wie habe ich mir das vorzustellen? Ja, Freund von mir, Ewald Scheffel, damals Braumeister in der Zeltbräu, der war ja dann da, wenn wir das erste Schlappenbier gemacht haben, haben wir dann gemeinsam noch eingebraucht, da im Sudhaus auch Bilder gemacht. Und das ist ja auch was uns Brauer verbindet. Ja, wir sind ja eine Gemeinschaft, die auch über Grenzen denken und uns nicht unbedingt als Konkurrenz, sondern einfach das Gute gemeinschaftlich für die Region eigentlich weiter bewahren wollen. Traditionen quasi miteinander aufrechterhalten. Genau. Sehr cool. Und jetzt für mich zum Verständnis, Günther, wir haben jetzt quasi da drinnen im Läuterbottich, hast du gesagt, die Vorstufe vom Bier. Wie geht es jetzt noch weiter von da aus? Ja, also das ist schon eine kleine Vorstufe. Das ist okay. Der zweite Gefäß auf unserer noch langen Reise zum fertigen Schlappenbier. Als nächstes kommt dann die Würze in die Sudpfanne. Da wird dann unsere Würze gekocht und da kommt ein dritter Rohstoff noch im bayerischen Reinheitsgebot, nämlich der Hopfen dazu. Und der Hopfen, was wir verwenden für unser Schlappenbier, der zeichnet sich besonders aus durch eine milde Bittere. Also das ist keine kratzige Bittere, die wohnt irgendwann in Holz hängt, sondern es ist eine milde, harmonische Bittere, wo der Nachtrunk, wie der Brauer sagt, hey, ich will noch mehr von dir haben, verdrinken. Und natürlich auch die Aromen von unseren Hopfen, weil wir verwenden ja hier ausschließlich Aromahopfen für Schlappenbier. Und das gibt halt die besondere Harmonie des Bieres noch aus. Günther, was ist denn jetzt noch die nächste Stufe, die ohne Bier nehmen muss? Wo geht's denn weiter? Wir können uns gerne mal einen weiteren Prozess noch einmal anschauen. Machen wir sehr gern, freue ich mich. Gehen wir weiter. Günther, jetzt haben wir ja gerade vom Läutern geredet. Jetzt ist da schon wieder der nächste Kessel.
Was passiert jetzt da drinnen? Das ist eine Sudpfanne, da kochen wir unsere Würze. Wir sprechen immer nur von der Würze. Okay. Das heißt also, wie genau läuft das noch ab mit diesem Kochen? Was passiert jetzt da drinnen? Also da kommt unser dritter Zutat dazu, unser Hopfen. Ganz wichtiger Geschmacksträger, speziell auch für Schlappenbier. Wir verwenden hier nur Aromahopfen, habe ich dir ja oben schon kurz einmal gesagt. Und den überführen wir praktisch von der Hopfendolde in die Würze. Wir sprechen ja immer noch von der Würze. Okay. Das heißt aber, wenn du jetzt gesagt hast, Aromahopfen, ich habe immer gehört, dass bei den Craft-Bieren, die jetzt hier sehr modern sind, der Geschmack noch Orange und was man da alles machen kann, auch von dem Hopfen kommt. Jetzt, wenn ihr das schon immer gemacht habt, dann seid ihr eigentlich ein Stück weit die Urväter vom Craftbier, kennt man so, oder? Wir sind schon die Urväter, beziehungsweise wir Brauer sind die Urväter, aber ohne Orangengeschmack. Ne? Dann gab es nämlich damals noch nicht die Züchtungen, wollen wir auch gar nicht für unser Schlappenbier. Für unser Schlappenbier ist wichtig, ein traditioneller Aromahopfen. Und jetzt hast du gerade noch gesagt, ich darf immer noch nicht vom Bier reden, sondern wir sprechen nach wie vor von der Würze. Was muss denn jetzt dann als nächstes passieren? Genau, wir sprechen nur von der Würze, und zwar vom Bier sprechen wir erst nach dem Kochen. Das heißt Kochen, den Hopfen überführen, wie ich dir gesagt habe. Wir wollen unsere Würze sterilisieren und ganz wichtig beim Schlappenbier auf den richtigen Stammwürzegehalt einstellen. Okay. Und danach kühlen wir die Würze und dann kommt unser vierter Rohstoff dazu, nämlich die Hefe. Und sobald die dabei ist, dann spricht der Brauer nicht mehr von der Würze, sondern vom Jungbier. Und wo wird die Hefe dann dazugeführt? Unten im Keller. Ah, okay. Dann würde ich sagen, da gehen wir jetzt mal hin, damit wir endlich nach dieser ganzen Reise durch die Brauerei einmal unter Bier sehen können, beziehungsweise vom Bier sprechen können. Günther, gehst voraus, ich folge unauffällig. Ich gehe voraus, ja? Machen wir das. Günther, warum ist denn jetzt da hinten dermaßen frisch? Ja, weil das unser Gehirn, unser Lagerkeller ist. Okay. Und Lagerkeller, Bier und Lagerung hast immer bei Minusgrade, aber erst einmal der Reihe nach, wenn unser Würze vom Sud aus kommt die Hefe dazu. Dann sprechen wir übrigens vom Jungbier. Ja, und unsere Hefe vergärt zwischen 6 und 10 Grad, auch schon eine gewisse Kühle. Ja, dauert ungefähr 8 bis 10 Tage. Und danach reifen und lagern wir unser Bier. Und das geschieht dann bei Temperaturen bei minus 0,5 bis minus 1 Grad. Okay. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum man früher die Felsenkeller gebraucht hat in Brau- und Bierstätten. Denn nur dort drin konnte man über natürliche Prozesse diese doch relativ frischen Temperaturen das ganze Jahr über garantieren. Da merkt man also auch schon wieder dran, dass sich Handwerk und Industrie wirklich Hand in Hand entwickelt haben. Denn auch der Prozess ist heute noch ziemlich identisch zu dem, wie er vor 400-500 Jahren gewesen ist. Günther, jetzt haben wir ja quasi unser Bier mehr oder weniger fertig. Wie ist denn das beim Schlappenbier noch? Ist das vom Prozess her das Gleiche oder gibt es da wieder Besonderheiten? Also es gibt natürlich beim Schlappenbier schon Besonderheiten. Zum einen haben wir natürlich durch den höheren Stammwürzegehalt, brauchen wir länger in der Hauptgärung und brauchen natürlich, was wollen wir, natürlich auch eine längere Lagerzeit. Also wir haben mindestens 3 Monate Lagerzeit bei Minusgraden, dass wir wirklich sauber ausgereiftes, richtig gut gelagertes Schlappenbier kredenzen können. Okay. Und von da aus, wenn jetzt diese 3 Monate Lagerung rum sind, geht es dann weiter in die Abfüllung oder ist dazwischen noch irgendwas zu beachten? Da ist schon noch was dazwischen. Es geht schon Richtung Abfüllung, da hast recht. Aber dazwischen noch ist die Filtration, wo das Bier eigentlich seine Glanzfreiheit praktisch erhält. Okay. Und da geht es jetzt gleich lieber oder habt ihr da vorher noch irgendwas zu beachten? Wir haben ja da einen unserer wichtigsten Termine und schönsten Termine einmal in der Woche. Verkosten wir natürlich unsere Biere, auch unser Schlappenbier, wie der Reifegrad ist, ob das Bier so schmeckt, wie wir es eigentlich von uns erwarten. Okay. Und dann würde ich sagen, ihr testet mal, damit alles in Ordnung ist und ich sage Prost und zum Wohl. Ne? Ja, danke. Und? Schmeckt? Ja? Die Braumeister nicken, das heißt also, alles ist in Ordnung, das Bier kann weiter transportieren werden. Schauen wir mal, ist das nicht klasse? Nach der ganzen Prozedur, die wir jetzt angeschaut haben, nach diesem Aufwand, der betrieben worden ist, haben wir jetzt am Ende unser fertiges Bier vor uns und das ist natürlich auch der Punkt für den Braumeister, wo er ganz bewusst und auch vollends verdient einmal stolz sein darf auf das, was er geschaffen hat. Günther, was ist denn jetzt eigentlich für dich am Bier im Allgemeinen, aber natürlich auch am Schlappenbier im Besonderen, das, wo du sagst, das macht's aus. Das ist für dich das Spannende. Also für mich ist Bier natürlich ein wunderbares Getränk. Schlappenbier insbesondere. Ne? Aber Schlappenbier ist mehr. Schlappenbier ist einfach ein Lebensgefühl. Schlappenbier ist ein Lebensgefühl für unsere Region, für uns Hofer hier herum, weil wir Menschen verbinden. Wir verbinden uns Brauern, wo wir stolz sind, dass wir es brauen dürfen, mit den Handwerkszünften aus der Region, mit den Schützen. Und
was gibt es eigentlich Schöneres, als die Emotionen da rüberzubringen? Und das ist das, was einfach ausmacht. Und das ist das Wichtigste und das Entscheidende. Da kann ich jetzt eigentlich gar nichts weiter dazu sagen. Ich hoffe, unsere kleine Reise durch die Entstehungsgeschichte vom Schlappenbier, durch die Geschichte von Handwerk, von Tradition, aber auch von einer wunderbaren Industriekultur hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie mir. Damit wünsche ich Ihnen jetzt erst einmal eine wunderschöne Zeit und hoffe natürlich, dass wir Sie bald in Hofer mal begrüßen dürfen, wo Tradition, Handwerk, Industrie, Schützen und natürlich auch eine wunderbare Bürgerschaft Hand in Hand gingen, um jedes Jahr ein tolles Fest miteinander zu feiern. Machen Sie es gut dabei und ade. Servus. Na, Günther, Prost. Prost. Stoßen. Und schon stehen die zwar schön, oder sitzen die zwar schön, besser gesagt, wieder hier in unserer Brotzeitstube. Ich darf ganz herzlich meinen alten guten Günther Spindler begrüßen. Der Günther ist Braumeister bei der Brauerei Schattel und in diesem Zusammenhang verantwortlich auch fürs Schlappenbier, Günther. Das heißt also, du hast wirklich eine große Last auf deiner Schulter, muss man ganz offen sagen. Ne? Den ganzen Film zur Brauerei Schattel, den sehen Sie im Übrigen ab morgen, ich sage einmal so knapp, ja, um 10 Uhr ungefähr auf dem YouTube-Kanal der Stadt Hof und auch, wenn ich schnell ein wenig Schleichwerbung machen darf, auf meinem eigenen, der wird ja ebenfalls um 10 Uhr vorgestellt. Ich hätte bloß eine Bitte an Sie. Sie haben ja gesehen, wenn ich mich umdrehe, dann scheint du hinten immer so ein bisschen ein heller Fleck durch. Das heißt also, wenn Sie das sehen, machen Sie einfach kurz die Augen zu. Deswegen trage ich mittlerweile auch immer Hut. Ne? Ist das Alter? Das ist das Alter. Ich bin keiner 20 mehr, man merkt es langsam. So, Günther, aber jetzt kommen wir endlich zu dir. Mein Freund, du hast ja gerade im Film schon ein bisschen was gesagt zum Thema Schlappenbier. Jetzt bin ich ja wirklich kein Spezialist für die Brauindustrie, mit Himmels Willen. Wie würdest du denn jetzt jemanden wie mir erklären, was der Unterschied ist zwischen einem normalen Bier und einem Schlappenbier, das ja wirklich was ganz Besonderes darstellt? Ja, und wie kann man was erklären? Am besten, wenn man es mal zeigt. Das wäre hier Adrian. Ich habe das schon ist gedacht. Ganze, also heute kann ich nicht kommen, ohne dass ich ein Schlappenbier dabei habe, weil das geht ja gar nicht. Ich habe schon gedacht, da steht ja schon eine Flasche so verdächtig rum. Ne? Ja, ja. Also, und der ist ausgerüstet. Wenn wir schon drüber reden, dann müssen wir auch das Bier vor uns haben, um das, wo es geht. Oh, wow. Ja? Also. Ich her bis daher wie ein Leidner daheim. Das Wasser im Mund zusammenläuft, wenn Sie das jetzt erzählen. An dieser Stelle auch noch einmal an Sie natürlich der Hinweis, wenn Sie auch ein Schlappenbier holen wollen, ab heute gibt es im Handel, das heißt, Sie können sich das ab heute, oder besser gesagt ab morgen, weil heute war der Handel schon zu, können Sie es ab morgen noch organisieren. So, Günther, jetzt haben wir hier ein Schlappenbier. Ich weiß, es gibt sogar Bier-Sommeliers mittlerweile, die dann wirklich auch durch Geruch, durch Blume man. Und so weiter. Ne? Und was ist jetzt an dem Schlappenbier das Besondere? Also warum ist das jetzt etwas anders als beispielsweise ein Bier, was du normalerweise... Also du schaust es ja eigentlich an. Das Besondere ist, denke ich, an das Schlappenbier schon mal die bernsteinfarbene Aussehen, was unser Bier hat. Mhm. Da verwendet man natürlich helle und dunkle Braumalze für unseren Rezept, damit wir auf diese Farbe eben kommen. Das ist einmal das Erste. Mhm. Und zum einen der wichtigen Schlüssel beim Herstellen vom Schlappenbier ist dann schon mal die Maischarbeit. Also das ist das Erste, was im Sudhaus passiert. Weil da legen wir eigentlich schon fest, wie viel mehr für unsere Hefe später zur Verfügung stellen, damit wir eben zum einen diese 6,5% Alkohol bekommen, was wir ja recht wollen, viel ist, ne? Was ja wie viel ich mal sagen möchte. Also immer mit Vorsicht genießen. Genau, das ist einmal ganz, ganz wichtig. Auch unsere Kohlensäure dann letztendlich binden, dass wir die nötige Spritzigkeit haben. Mhm. Und zum anderen, und das ist mir auch die große Kunst, denke ich auch, wird alle Jahr aus den natürlichen Rohstoffen festzulegen, wie viel wollen wir noch an Körper haben in unserem Bier. Also was beim Geschmacksempfinden wichtig ist. Also wir wollen kein süßes, mastiges Schlappenbier, sondern wir wollen ein starkes, aber trotzdem schlank wirkendes Schlappenbier haben. Mhm. Und da ist die Maischarbeit schon ausschlaggebend, wo man genau die Rohstoffe, vor allem die Malze, begutachten muss. Wie kommen die alle Jahr rüber? Weil die sind jedes Jahr anders, weil wir brauen mit natürlichen Rohstoffen. Das heißt aber dann auch, Günther, bloß für mich noch einmal kurz zum Verständnis, wir haben ja das Maischen schon im Film einmal gesehen. Das ja. war quasi dieser erste Schritt. Genau. Und dort ihr noch auch schon die Grundlage eigentlich ein wenig mitmachen für das Endprodukt. Das ist ja dann aber schon auch, finde ich, eine ziemlich komplexe Angelegenheit, wenn ich quasi von Anfang an schon wissen muss, was am Ende dabei rauskommen soll. Also, du sagst komplex, ich sag die Kunst des Brauers und des Braumeisters und unsere Braumeister. Und das macht natürlich auch Spaß, wenn man dann immer ein tolles Produkt da und dann hat. Ne? Mhm. Und dann als Nächstes, oder willst du noch was fragen? Nein, ich halte dich jetzt zurück. Ich bin auch froh, wenn ich mal, Sie werden sich das kaum vorstellen können, gell? Aber der Rosner ist auch froh, wenn er mal nichts sagt. Was insofern gerne gleich weiter. Naja, und dann geht es weiter, kommen wir ja zum Würzekochen.
haben wir uns angeschaut, da habe ich ja von Hopfen gesprochen. Mhm. Der Brauer sagt, da kommt die Seele des Bieres dazu. Aber Hopfengabe ist natürlich nicht gleich Hopfengabe. Da kommt es drauf, welchen Hopfen nehmen. Wir verwenden natürlich nur Aromahopfen. Und da kommt es immer darauf an, zu welcher Zeit gebe ich welche Menge. Weil wir wollen zum einen natürliche Bittere haben, also der Konsument, der Biertrinker, der Bierfan soll natürlich denken, oh, das ist ja Bier, das hat ja einen gewissen Bittere. Es ist ja kein Wein. Es soll kein süßes Getränk sein, aber ja. Wir wollen auch keine kratzige Bittere, wir wollen einen harmonischen, runden Abgang. Und ich glaube, das ist uns heuer auch wieder gelungen. Und das nächste, sagen wir mal, Wesentliche, kam auch im Film schon kurz mal rüber, Adrian, ist natürlich die kalte und lange Lagerzeit, was natürlich gerade an Starkbier und wir wissen, unser Schlappenbier ist ein Starkbier, ein Bockbier, braucht, dass es ordentlich ausreifen kann. Und diese ganzen einzelnen Bausteine führen letztendlich dazu, dass unser Schlappenbier wirklich einen absolut eigenständigen Charakter hat. Und da sind wir unheimlich stolz als Brauerei Schadl drauf. Wird ja auch immer wieder ausgezeichnet, wenn ich ja, das so ist auf der einen Seite Freude, auf der anderen Seite Last. Du hast es angesprochen. Ja, wir sind 8-mal in Folge mit dem DEG, mit dem goldenen DEG-Preis ausgezeichnet worden. Und das macht uns ja wirklich auch immer stolz. Zum einen ist es wichtig, dass ein Braumeister das Bier schmeckt. Mhm. Ja, aber nur wichtiger ist es, dass es Menschen schmeckt. Und wir bekommen eigentlich die letzten Jahre hier seitdem wir es machen, wirklich immer äußerst positive Resonanz und das freut uns natürlich ungemein und macht dann stolz und froh. Sehr schön. Nee, und das freut wiederum mich, Günther, weil was ich denke, was man bei dir merkt, wenn man mit dir sich unterhält, ist auch wirklich, dass du dafür lebst. Ne? Du bist noch so ein richtiger, wie soll ich sagen, du lebst den Beruf und das ist natürlich dann auch wieder was, wo ich ganz fantastisch finde, weil das ja genau das ist, was auch in meinen Augen halt eine Region ausmacht. Dass man sagt, wir wollen jetzt nie diese Global Player. Da kommt vielleicht auch das berühmte fränkische Understatement der Wengler her, ne? Aber wir haben halt immer geschaut, dass wirklich bei uns, ich sage mal, alles in Ordnung ist. Jetzt hast du ja aber auch schon eine Sache mal angesprochen, wie schon gesagt, das klingt auch bei Wengler raus, du selber bist ja Brauer mit Leib und Seele. Ne? Ich hatte doch keine andere Chance. Ich denke, das kann man so sagen. Was ist dann die Brauerei für dich, beziehungsweise auch, wie bist du überhaupt dazugekommen? Also bist du das auch nochmal aufgemacht, mitten in der Nacht hast du gesagt, oh, mich hat die Trut getrickt und ich war jetzt Brauer, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das kannst du dir schon so ähnlich vorstellen. Ich hatte, wie gesagt, ich hatte keine Chance, nämlich meine Eltern hatten eine Gastwirtschaft und ich bin damals noch als Hausgeburt in den 60er Jahren, bin ich in der Wirtschaft mehr oder weniger auf die Welt gekommen und Vater war Brauer, Bruder war Brauer und für mich war eigentlich der Beruf da gegeben, weil es einfach ein toller Handwerksberuf ist, der Brauer, weil einfach so viel passiert. Wir haben natürliche Rohstoffe. Wir haben aber auch eine Technik und wir haben ganz viel mit Menschen und Emotionen zu tun. Mhm. Und was gibt es eigentlich schön in einem Beruf, wie diese Abwechslung zu haben, jeden Tag was anderes erleben zu dürfen. Also das ist für mich wirklich nach wie vor noch, jetzt mittlerweile in über 40 Jahren, für mich der schönste Beruf. 40 Jahre? Ich weiß, wir sieben es nicht aus, können da 39 sagen, gell? Aber da ist jetzt im Übrigen natürlich auch ein Punkt einmal ganz wichtig zu sagen. Oberfranken ist das Land der Brauereien. Ja. Und es ist auch, wie ich finde, was man wirklich stolz drauf sagen können, ja. Mir als Oberfranken, nicht nur als Hoferinnen und Hofer, sondern wirklich als Bewohner von Oberfranken, dass wir die, wie ist es, die größte Brauereidichte haben. Der Welt. Und zwar an wirklich auch handwerklichen Kleinbrauereien, ne, wo sich dann eben auch diese Tradition wirklich so toll bis heute erhalten hat. Also ja. Das ist auch was, wo man mal ganz bewusst auch drauf stolz sein kann, trotz dem berühmten fränkischen Understatement. Schon wieder ein englisches Wort, Sie sehen schon, das ist irgendwie, kommt man da nicht mehr raus. Ne? Hashtag, Understatement, Stream, lauter so Zeug. Günther, jetzt habe ich noch eine Frage an dich, die mich persönlich ganz euch interessiert. Ich habe sie da auch im Film schon gestellt, wir haben sie jetzt aber nicht gezeigt, jedenfalls nicht komplett. Was ist jetzt für dich als Braumaster? Und du kannst jetzt da wirklich für den gesamten Stand eigentlich der Brauer und Brauerinnen sprechen. Was ist für dich auch das Besondere daran, dass es beim Schlappentuch bis heute dieses besondere Schlappenbier auch gibt? Was ist für dich da die Bewandtnis eigentlich dahinter? Ja, die Bewandtnis, aber die Bedeutung vom Schlappenbier, wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, ist ja, wir verbinden einfach Menschen. Mhm. Ja, und wenn man das dann sieht, dass wir einfach das emotionale Bindeglied sind zwischen den Vorrednern, haben schon gesagt, zwischen den Handwerkszünften, zwischen den Schützen, da sind die Brauern und natürlich die gesamten Bürgerschaft. Das ist natürlich wunderschön und ich glaube, nebenher das Bier sowieso ein exzellentes und wunderbares Getränk ist, schlappen wir da noch mal was Besonderes eigentlich dazu. Mhm. Und ich glaube aber, und ich denke, das sage ich für viele auch mit Stolz, das Schlappenbier ist für die Region, für uns jetzt da, eigentlich mehr wie ein Bier,
sondern einfach ein Lebensgefühl, was uns verbindet und so einen traditionsreichen, wunderbaren Festtag mit Freunden und Familien zusammenzusitzen, nicht nur ein Bier zu genießen, sondern auch eine gute Brotzeit, aber Brotwurst und eine Gemütlichkeit und eine Fröhlichkeit zu feiern. Mhm. Und wie wir sehen, so selbstverständlich ist das gar nicht. Deswegen können wir heute eigentlich nur mit Herzen dabei sein, aber wir sind mit Herzen dabei und freuen uns, denke ich, jetzt schon alle auf Aschlappentag 22, dass wir einfach uns wieder mal in den Arm nehmen können. Und wenn ich da sehe, ich freue mich jetzt schon auf den Blick, so Nachmittag um 4:30, wenn ich da mit meiner Frau oben stehen darf, im Biergarten und auch wenn genießen darf, wenn ich da sehe, wenn die Fashion Madler und die Bum mit ihrer Tracht und mit ihrer Dirndl kommen und das wird jedes Jahr mehr, ist einfach klasse. Mhm. Wirklich ein wunderschöner Tag. Das hast du jetzt ganz fantastisch auf den Punkt gebracht, Günther. Du musst ich mir tatsächlich ein wenig eine Scheibe abschneiden, gell? Weil der Rosner, der warft immer ewig lang außenrum, bis er dann einmal zu dem kommt, was er eigentlich singen will. Deswegen, Günther, ich kann da gar nichts ergänzen. Ich finde es ganz fantastisch, wie du das ausgedrückt hast. Und ich wünsche natürlich dir, wie allen Brauerinnen und Brauern, die die stolze Tradition des Brauwesens in Oberfranken und natürlich auch darüber hinaus aufrechterhalten, weiterhin alles erdenklich Gute. Viel Freude an eurem Beruf und dass da natürlich auch in Zukunft noch vielen, vielen Menschen, wie du gesagt hast, ein Gefühl der Geselligkeit und auch des Genusses vermitteln können. Vielen herzlichen Dank. Da freuen wir uns alle. Vielen Dank, Adrian. Danke an alle. Wir haben natürlich jetzt für Sie auch noch ein bisschen was vorbereitet, denn ich habe Ihnen ja vorhin versprochen, wir haben Grußworte. Ja, wir haben Grußworte, ich will Grußworte, genauer gesagt haben wir zwar, aber die zwei haben wir so aufgeteilt, dass es wirklich Ihnen vorkommt, als hätten wir massenhaft. Und das erste Grußwort, was ich für Sie mitgebracht habe, das stammt von Sarah Jäger. Die wird Ihnen vielleicht noch nichts sagen, aber ich kann Ihnen versprechen, Sie werden diese Dame zukünftig sehr häufig sehen und hoffentlich auch irgendwann einmal persönlich kennenlernen, weil sie wirklich eine ganz nette und eine ganz freundliche junge Frau ist. Sarah Jäger ist die neu gewählte bayerische Bierkönigin. Und natürlich haben wir uns gleich einmal an Sie gewandt mit der Bitte, uns ein bisschen ein Grußwort für unseren Schlappentag einzusprechen. Liebe Schlappentag-Liebhaber, liebe Hoferinnen und liebe Hofer, dieses Jahr feiert ihr bereits den 589. Schlappentag und somit das wohl älteste Schützen- und Handwerkerfest. Es ist mir eine große Ehre, als eine meiner ersten Amtshandlungen als bayerische Bierkönigin euch ein bieriges Grußwort zukommen zu lassen. Natürlich wäre ich viel lieber bei euch live in Hof gewesen an diesem besonderen Tag und hätte mit euch den Schlappentag und das Schlappenbier gefeiert. Auch wenn, wie schon 2020, der Schlappentag nicht in gewohnter Form stattfinden kann, haben sich die Schützen, die Handwerker, die Stadt Hof, das Stadtmarketing der Stadt Hof und die Brauerei Schädel natürlich wieder einiges einfallen lassen, damit diese lange Tradition mit viel Herzblut gepflegt und bewahrt wird. Als bayerische Bierkönigin freut es mich natürlich besonders, dass zu diesem traditionellen Fest ein extra Bier eingebraut wird, das Schädel Schlappenbier. Und jetzt wünsche ich allen Schlappentagsliebhabern und allen Schlappenbierliebhabern eine durstige Kehle. Feiert den Hofer Schlappentag und seid mit dem Herzen dabei und vor allem trinkt ein Schädel Schlappenbier. Prost, euer bayerische Bierkönigin, die Sarah. Ja, ich denke, ich habe Ihnen nicht so viel versprochen, eine wirklich sehr, sehr nette junge Dame, von der wir hoffentlich noch mehr hören werden. Und wir freuen uns natürlich auch drauf, Sie, liebe Sarah Jäger, dich bei Gelegenheit einmal in Hof willkommen zu heißen, wenn sich die Situation wieder ein wenig beruhigt hat. Wir sind ja da optimistisch. Auch das ist eine Grundeigenschaft des Franken und der Fränkinnen. Wir haben für Sie noch ein paar Bilder vorbereitet, weil Sie uns tatsächlich total, total auf dem falschen Fuß erwischt haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie schicken uns Bilder noch und nöcher. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Machen Sie sehr gerne weiter. Wir werden jetzt deswegen noch einmal ein paar der neuen Einsendungen zeigen. Und selbstverständlich wird der Rosner wieder ein wenig sein Senft mit hartem D bitte am Ende, ein wenig sein Senft dazu mit abgeben. Schauen wir mal, was wir ein bisschen haben. Oh, der Patrick, der heißt Leidl. Das ist ein Wortwitz, müssen Sie wissen, mit dem Nachnamen. Ich habe ihm das schon dreimal gesucht, ne? Dass er sich halt einfach Patrick Leidl nennen soll. Aber er heißt eben Patrick Leidl, also auch wieder was Englisch. Und er schreibt, Schlappentag mit dem Herzen dabei. Lieber Patrick, mein alter Schöner, das freut mich sehr, dass du auch mit uns virtuell anstößt.
Das mit Leidl war im Übrigen bloß ein Witz, gell? Peter Hillen hat uns einen Schlappentags-Brotzeit-Tisch geschickt. Lieber Peter, da läuft mir ja direkt das Wasser im Mund zusammen. Mensch, da wünsche ich ganz, ganz guten Appetit und natürlich wunderbaren Genuss. Und der Sascha Rödel, oh, sogar auf Fränkisch, da müssen wir jetzt nicht aufpassen. Na, Hofer sei schlappendurch auf der Couch, das ist mir auch noch nicht passiert, aber wenn es halt das Jahr so sah soll, dann ist es halt so. Sehr richtig, lieber Sascha, das ist jetzt im Übrigen auch wieder, das ist wieder urfränkisch. Ne? Man kann nichts daran ändern, also versucht man das Beste daraus zu machen und ich finde, das ist bislang auch wirklich super. Also vielen Dank für diese tollen, lieben Grußworte, lieber Sascha. Auch in Ostfriesland, die Sophia Stolte schickt uns Grüße. Auch da wird der Schlappentag begangen, sogar auf einem richtigen Brotzeitbrettler, Sophia. Das ist aber schon nicht mit deinem, ich nehme an, das ist dein Freund, Schrägstrich, Mann, Schrägstrich, Lebensabschnittsgefährte. Du habt ja schon ganz schön was vor euch noch heute. Ne? Du wünschst mir einen guten Appetit. Und die Daniela Renofio und die Isabel Saalfrank, die zelebrieren ihren Schlappentag in Fürstenfeldbruck. Ganz fantastisch, schau doch mal, wie das angekriegt ist, Mensch, das ist ja Wahnsinn. Heute kriege ich ja direkt schon wieder Hunger. Und selbst in der Hauptstadt, oh, in Berlin wird der Schlappentag begangen. Super. Viele lieben Grüße nach Berlin, das freut uns sehr. Ja, ich könnte mir jetzt ein paar Kommentare natürlich zu verschiedenen Situationen nicht verkneifen, aber ich tue es jetzt tatsächlich, weil das hat halt nichts dafür zu tun. Und auch die Volksfestwirte feiern den Schlappentag digital. Wunderbar, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Weiterhin viel Spaß. Frankenwald, auch ganz wichtig, das Hofer Land teilt sich ja auf in Fichtelgebirge und Frankenwald. Da wird der Schlappentag mit dem Schlappenbier auf der Terrasse genossen. Optimal ist das. Und der Stefan Schmalfuß, der sitzt auf der Terrasse und freut sich schon aufs nächste Jahr. Lieber Stefan, auch an dich noch einmal alles erdenklich Gute und auf bald. So, Wahnsinn ist das. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin total begeistert. Vielen, vielen herzlichen Dank an Sie alle für diese tollen Einsendungen. Und Sie sehen schon, wie es vorhin auch unser Günter Spindler gesagt hat, der Schlappentag und das Schlappenbier sind weitaus mehr als nur Tradition, die aufrechterhalten wird, sondern es ist Tradition, die weiterlebt, die weitergegeben wird und die natürlich am Ende auch ein großes Stück Identität stiftet. Und du damit, apropos Identität, kommen wir Identität mit dreifachen D bitte, kommen wir jetzt zu unserem nächsten Gast, das ist der Günter Hanfe. Günter, herzlichen Dank, dass du bist, mein alter Schiene. Sie sehen schon, der Günther hat sich in Schale geworfen, der alte Angeber. Ne, das, wenn ich gewusst hätte, hätte ich mal ein wenig an Jango anziehen müssen. Sich am Schlappen durch, so. Ich weiß, das nächste Jahr machen, ich verspreche es. Günther, wir haben ja vorhin schon mal über die Hussiten gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass die Hussiten 1430 in Hof eingefallen sind. Ich darf Ihnen jetzt sagen, die Stadt wurde komplett kalt erwischt. Es gab zwar den Versuch, sie zu verteidigen, da waren im Übrigen auch die Herren von Sparnig involviert, aber am Ende konnte Hof den anziehenden Horden leider nicht sehr viel Widerstand entgegenbringen und dadurch wurde die Stadt tatsächlich bis auf die Grundmauern, könnte man sagen, zerstört. Ich glaube, das Einzige, was übrig geblieben ist, war das Schloss. Alles andere außenrum ist tatsächlich in Schutt und Asche gelegt worden. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage. Jetzt haben wir über die Hussiten geplaudert. Wir haben über Huss geplaudert, Kirchenschüssmer und was es nicht alles gibt. Was hat das jetzt überhaupt mit dem Schlappentag zu tun? Und das ist jetzt die erste Frage, die ich auch an den Günther stelle. Der Günther ist Schlappentagsbeauftragter der privilegierten Scheibenschützengesellschaft Hof. Das ist ein so langer Titel, dass er gar nicht auf mein Kettler drauf gepasst hat. Deswegen musste ich den auswendig lernen, aber es freut mich sehr, dass ich ihn herausgebracht habe. Günther, wie hat sich jetzt der Schlappentag entwickelt? Was ist da der historische Ursprung dahinter? Ja, du hast es gerade gesagt, Hof war niedergemetzelt, niedergebrannt. Es war praktisch kein Stein mehr auf dem anderen. Mhm. Und die Hofer hatten große Probleme, mit sich selbst fertig zu werden und überhaupt noch einen Blick in die Zukunft zu haben. Mhm. Und da haben sie in ihrer Not, haben sie sich da an den Markgrafen von Brandenburg gewandt. Das war damals der Landesherr für Hof. Und der hat sich überlegt, wenn ich jetzt den Hofern Steuerfreiheit gewähre, unter der Bedingung, dass sie eine Schützengilde aufziehen und dass sie sich dann selbst verteidigen können, dann haben wir doch alle miteinander was erreicht. Mhm. Und so ist es dann auch gewesen. Die Hofer erhielten für 10 Jahre Steuerfreiheit und noch Zuschüsse auch für die Waffen, die sie ja erst einmal anschaffen mussten. Allerdings dann unter der Voraussetzung oder unter der Vorgabe, dass sie auch
sich an der Waffe, und das war ja damals das... War recht modern. War recht modern, ja. Also das Gewehr, Feuerstutzen, dass sie da natürlich üben mussten. Mhm. Das war also die Auflage. Und wir haben es vorhin schon mal gehört, diese Schützengilde, die hat sich vor allen Dingen aus Handwerkerschützen rekrutiert. Und die mussten jetzt natürlich über das ganze Jahr üben, aber das haben sie immer rausgeschoben, bis zum letzten Tag. Der letzte Tag war der erste Montag nach Trinidadis. Mhm. Und naja, wer nicht bestraft werden wollte, und das war damals ziemlich durchgreifend, also die mussten entweder Geld zahlen dafür als Strafe, was aber natürlich schon ein wenig sehr schwierig war. Wer das nicht konnte, der kam auf die Prügelbank. Mhm. Es gab eine Prügelbank und da ist es dann halt handgreiflich ausgetragen worden. Oh, wow. Diese Prügelbank steht heute noch im Museum Bayerisches Vogtland. Okay, aber das jetzt da einer auf die falschen Gedanken kommt, gell? Das machen wir halt nicht mehr, wenn irgendeiner ein Blödsinn macht. Nein, das machen wir nicht mehr. Also die haben sich dann schon befleißigt, dass sie da ihren Übungen nachgegangen sind. Mhm. Aber trotzdem war es dann so, dass an dem ersten Montag nach Trinidadis, wie gesagt, alle möglichen erst mit ihren Übungen dran waren und die mussten natürlich dann so früh von ihrer Arbeitsstelle weg zum Schießhäusle durch den Sigmundsgramm laufen und das sind immer mehr Schützen geworden. Das hat sich von Jahr zu Jahr vermehrt und die haben natürlich, damit sie möglichst keinen Arbeitsausfall gehabt haben, haben sie ihre Arbeitskleidung dran gelassen, Schutzfell und die Schlappen. Die Schlappen waren damals aber nicht aus Filz, das waren Holzschlappen, schwere Holzschuhe. Kann man ein bisschen vergleichen mit den berühmten holländischen Trippen, glaube ich. Ne? Also ja, auch so ähnlich. Ne, so ähnlich hinten offen, aber aus Holz. Mhm. Und jetzt muss man sich einmal vorstellen, was das früh war, als da die Hunderte von Schützen oder Handwerkern mit ihren Holzschlappen übers Kopfsteinpflaster zum Schießhäusle gelaufen sind, durch die ganzen Gassen durch die Straßen durch, alle in eine Richtung. Ja. Und das war natürlich ein unwahrscheinliches Geklapper und der Lärm. Mhm. Und so kam auch der Spottname Schlappenschütz auf. Ach, das heißt also, Günther, wenn ich jetzt heize durch mir die Hofer anschaue und so immer feuerstolz als Schlappenschützen bezeichne, dann ist das im ursprünglichen Wortsinn tatsächlich mehr eine Beleidigung oder Spottnummer gewesen. Also früher war es auf jeden Fall. Okay. Aber uns inzwischen hilft uns das Schlappenbier über diesen Spottnamen hinweg. Das ist ja wenigstens so ähnlich, gell? Spottnamen im Hoferland ist auch so eine Sache. Ich suche jetzt nicht nach Nummer vor die Schwarzebecher, weil ich glaube, das darf ich nicht. Da ist ja auch ein Ausdruck mit drin, den man nicht unbedingt in die Kamera suchen soll. Sie wissen, was ich meine. Die Sohl, Punkt, Punkt, Punkt. Na? Die Seckadel, die Wolkenstiere etc. pp. Und da gibt es in Hof quasi dann die Schlappenschützen als ursprünglichen Sportnamen, aber heute als Bedeutung oder als Bezeichnung, die man auch mit Stolz natürlich trägt. Ja. Und die sind natürlich dann, wie gesagt, haben sich die dann am Schießhäuschen eingefunden. Mhm. Übrigens der gleiche Ort noch wie bereits vor 590 Jahren. Okay. Mhm. Und da findet immer noch der Schlappentag statt. Das heißt also, man sieht dort dran einmal wieder, dass der Schlappentag wirklich diese immens wichtige Bedeutung hat als Mischung aus Handwerk, aus Schützentradition, die da bis heute wirklich auch in dieser Form weiterhin gelebt und aufrechterhalten wird. So ist es, mhm. So ist es. Und von dieser, jetzt wollte ich, jetzt habe ich bloß gedacht, du willst noch was sagen. Auch im Übrigen, weil ich nach Günther Grodner angefasst habe, muss ich schnell dazu sagen, wir sind alle geimpft, genesen, getestet. Gell? Also bitte machen Sie sich keine Gedanken drum. Wir haben uns da natürlich schon im Vorfeld drum gekümmert. Das habe ich vorhin wieder im jugendlichen Leichtsinn ganz vergessen zu erwähnen. Von dieser wichtigen Bedeutung des Hofer Schlappentages, da haben auch zwei fränkische Damen mitbekommen, die sicher vielen von Ihnen was sagen. Und das ist unser zweites Grußwort, was wir für Sie vorbereitet haben. Das haben uns die Schützen organisiert. Ich sage Bühne frei für zwei Damen aus Fürth. Hallo, liebe Hofer, liebe Hoferinnen, liebe Hofer und Hofer. Liebe privilegierte Scheibenschützengesellschaft, gegründet 1432. Mich seid ihr alt, wir wollen euch zum Schlappentag. Das ist ja der größte doch im Hof. Das ist ja der Nationalfeiertag im schönen Hof. Ne? Da wollen wir euch ganz herzlich grüßen aus dem schönen Fürth, aus der Komödie. Wir sitzen hier in unserem schönen Zimmerler vom verkauften Großvater. Dem spielen wir wieder im September. Und im Oktober könnt ihr ja mal kommen, wenn es hoffentlich
nicht wieder geht. Und wir haben keine Schlappen an, weil wir mussten uns auch nicht wie Herr Markgrafen aus Bayreuth zum Dienst an der Waffe hinhalten lassen. Und da wollte alle so faul sein, weil es halt in Arbeitskleidung kommen und in Schlappen. Ne? Und deshalb heißt es Schlappen doch, weil ihr mit Schlappen euch verteidigt habt gegen die Hussiten. Genau. Das muss euch dann auch machen. Alles Gute, habt einen schönen Tag. Trinkt ein Schlappenbier auf euch und auf uns. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder live in Hof, in der schönen Freiheitshalle oder auf Dresdenstein. Oder sonst mitten in der Stadt beim Wäschlers Mo, weil Wäschli mögen wir nämlich auch. Ade, bleib schön. Fantastisch. Herzlichen Dank an Waltraud und Mariechen alias Volker Heißmann und Martin Rassau. Es ist halt einfach schön, wenn man zwar leid fränkisch reden hört, dies auch kenner und das kenner diese beiden ja wirklich und die das so darüber bringen. Vielen herzlichen Dank an euch beiden dafür. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Sie haben uns tatsächlich total überwältigt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir hätten, wenn ich jetzt ehrlich sein darf, nicht damit gerechnet, dass wir so viele Bilder und Fotos kriegen. Das heißt aber natürlich nicht, dass Sie aufhören sollen. Ganz im Gegenteil, machen Sie gerne weiter. Hashtag mit Doppel-E und Doppel-G hinten aus Schlappentag 2021. Wenn noch ein paar Bilder kommen, dann zeigen wir die Agua. Komm, wir machen halt an auf Gottschalk im Notfall, überziehen wir 3 Stunden. So, und damit darf ich ganz herzlich meinen nächsten Gast begrüßen. Stichwort überziehen und 3 Stunden. Ich glaube, wir hinken schon wegen hinterher, aber das ist mir jetzt auch. Ich darf begrüßen den Lars Neumann. Für diejenigen von Ihnen, die sich jetzt gefragt haben, Gott, ist der Günther mit einem Mal gewachsen? Nein, es ist ein anderer, hä? Das ist der Lars Neumann. Er ist Schützenmeister der privilegierten Scheibenschützengesellschaft zu Hof. Und der Lars ist damit auch verantwortlich für das Schlappenschießen, das tatsächlich bis heute jeden Sonntag stattfindet. Am Montag wird er dann proklamiert, Verzeihung. Lars, wie läuft denn jetzt so ein Schlappen durch normalerweise ab? Also wir haben jetzt hier in diesem Jahr wirklich mehr oder weniger versucht, alle Inhalte ein bisschen neu zu interpretieren. Aber wie wäre denn das jetzt normalerweise gewesen? Vorneweg möchte ich mich für mein Hochdeutsch entschuldigen. Ich bin, glaube ich, heute der einzige Nicht-Franke. Aber der Lars ist zu krass, da hat sich aber schon, hat sich schon sehr gut ans Fränkische auch gewöhnt. Das zeigt die Toleranz des Hofers, dass ich hier auch reden darf. Nein, wie läuft der Schlappentag ab? Der Schlappentag, hast du ja schon eben gesagt, sind im Grunde genommen 2 Tage. Am Sonntag das Schießen, am Montag der klassische Schlappentag, den wir heute so sehr vermissen. Beim Schießen treffen sich so ab 9 Uhr am Schießhäuschen die geladenen Schützen. Die Schützen erfahren in der Regel aus der Zeitung, dass sie am Schießen teilnehmen dürfen. Ach so, jetzt wollte ich nämlich gerade eine Frage, wie man dann als Schütze auserkoren wird. Gibt es da irgendwie, ich habe einmal diesen Begriff gehört, die Honoratioren der Stadt, wenn du auch mit eingeladen, ne? Was habe ich da drunter zu verstehen? Wer ist Honoratior der Stadt oder Honoratiorin? Honoratioren klingt natürlich immer sehr elitär. Das sind wir nicht. Also es ist eine wunderschöne Veranstaltung, eine sehr gemischte Veranstaltung. Wir haben jetzt heute Abend schon ein paar Mal gehört, es ist ein Handwerker- und Schützenfest. Mhm. Damit haben wir auch schon 2 Säulen genannt. Also es nehmen Teilnehmer der Schützen aus Hof und des Handwerksteil. Aus den Innungen kommen verschiedene Teilnehmer, die abgeordnet werden. Bei den Schützengesellschaften sind es meistens die Schützenkönige und ein Vorstandsmitglied. Und dann haben wir als 3. Säule die Bürgerschaft. Und da natürlich kann man so ein bisschen den Eindruck bekommen, da nimmt der halbe Stadtrat teil, aber es ist nicht richtig. Also es nehmen wirklich aus allen Gesellschaftsschichten Teilnehmer teil. Und wie funktioniert das jetzt? Also du hast dann am Sonntag ist dann das Schlappenschießen. Da wird dann auch der Schlappenkönig oder die Schlappenkönigin entsprechend prämiert. Das erfährt man aber noch nicht, genau. Ne? Sondern das wird dann erst am Montag gemacht, bei der sogenannten Proklamation. Genau. Was ist jetzt noch ein der Fall? Also wie kann ich mir jetzt so einen normalen Schlappentuch, soll ich einmal vorstellen, von früh bis ein Bier trinken am Schießheißler? Wir fangen ganz früh morgens an mit den Weckrufen. Mit den Weckrufen werden die Teilnehmer des Schlappenschießens alle nochmal aus dem friedlichen Schlaf herausgerufen. Die meisten wissen schon, dass sie geweckt werden. Das heißt, sie stehen dann schon angezogen vor der Tür. Ab und an erwischt man mal jemanden im Bademantel. Ab so etwa 8 Uhr treffen sich Handwerker und Schützen am Schießhäuschen und sammeln sich dort, stärken sich mit einer kleinen Brotzeit, weil ein bisschen Grundlage für später ist ganz wichtig, weiß ich aus eigener Erfahrung. Und dann gegen 9 marschieren wir zum Rathaus. Im Rathaus gibt es einen kleinen Empfang.
des Oberbürgermeisters, der Oberbürgermeisterin, mit sehr lauter Musik. Man muss sich das vorstellen, man steht in einem sehr heiligen Raum und die Krebsbacher spielen mit allen Liedern, die da in der Lunge drin sind, ihre schöne Musik. Die haben im Übrigen vorhin gehört, gell, wenn Sie sich erinnern, die Krebsbacher haben ja auch uns den Weckruf gespielt. Auch das noch einmal vielen, vielen herzlichen Dank an die Krebsbacher Musikanten, die jetzt in diesem Jahr als Trio dabei waren, die aber tatsächlich zum 20. Mal schon den Weckruf vom Schlappendorf gespielt haben. Also an dieser Stelle auch noch einmal großes Kompliment und herzliche Glückwünsche zu diesem tollen Jubiläum. So, Lars, Entschuldigung, jetzt habe ich dich schon wieder dazwischen gegrätscht. Schau, also, wir kommen mit klirrenden Ohren aus dem Rathaus und begeben uns auf das Podium. Und dann findet die Proklamation des Schlappenkönigs, der Schlappenkönigin statt. Wer wird Schlappenkönig? Der Schütze, die Schützin mit dem besten Schuss. Und das ist gar nicht so einfach. Du hast es ausprobiert. Das werden wir dann nachher noch sehen. Ja. Jeder Schütze muss 3 Schuss abgeben, damit er sich nicht auf ein Gewehr einschießen kann. Mhm. Benutzt jeder Schütze 3 verschiedene Gewehre. In der Regel wird es auch noch dadurch erschwert, dass es regelmäßig wackelt, wenn der Nachbar aufsteht. Also es ist wirklich, also wenn jemand das mehrfach in Folge schafft, ist es vielleicht Können, aber im Normalfall ist es Glück. Der Schlappenkönig ist auch wirklich geheim. Bis zur Proklamation ganz hundertprozentig geheim halten kann man es nicht, weil wir wollen ja zumindest sicherstellen, dass der Schlappenkönig dann auch da ist, wenn man ihn proklamiert. Das heißt, wir handhaben es so, dass die ersten 3, die dann tatsächlich auch mit der Nadel und als 2. und 3. ausgezeichnet werden und der Schlappenkönig angerufen werden und gebeten werden, sich zur Verfügung zu halten. Aber wer Schlappenkönig ist, weiß es dann erst, wenn der 2. gekürt wurde, weil dann kann man relativ Rückschlüsse ziehen. Ja. Und dann gibt es den traditionellen Umzug, den wir uns ja dann nachher auch noch anschauen werden. Auch da haben wir ja ein bisschen was vorbereitet. Jetzt habe ich aber noch eine Frage, lieber Lars. Und zwar habe ich hier mit dem Dieter Gelbrich auch sprechen dürfen. Er ist der amtierende Schlappenkönig. Ich glaube, jetzt schon das 3. Jahr in Folge. Der Dieter, der schöpft das aus. Der hat einmal geschossen, hat 3 Jahre gewonnen. Das hat, glaube ich, auch noch nie gegeben in den letzten 590 Jahren. Und der Dieter hat mir gesagt, er hat natürlich einerseits eine schöne Schützenkette gekriegt. Ja. Er hat 1 Jahr kostenloses Parken im Hofer Stadtgebiet gewonnen. Mhm. Und eine Zitrone. Eine Zitrone. Eine Zitrone. Und jetzt frage ich mich natürlich, als unbedarfter Mensch aus Zell, warum eine Zitrone? Weil Zitronen schön gelb und gesund sind. Nein, im Ernst, das ist auch Tradition. In der Vergangenheit, also in der weit zurückliegenden Vergangenheit, gab es hier keine Zitrusfrüchte. Mhm. Du hattest erst über das Hofer Klima gesprochen, hier noch viel weniger. Aber auch mangels Transport- und Kühlmöglichkeiten waren Zitrusfrüchte insgesamt sehr rar. Mhm. Und da lag es dann nahe, wenn man tatsächlich mal an Zitrusfrüchte kamen, nämlich an Zitronen, die waren wertvoll und die wurden so zum Preis. Mhm. Und die Herrin des Hauses, die dann zu Hause geblieben ist, während der Mann sich vergnügte mit Bier und Schießen, die konnte dann da in der Regel was Gutes draus machen und war dem Mann dann möglicherweise auch noch stärker gewogen, wenn er so ein wertvolles Obst mitbrachte. Jetzt ist es heute ja Gott sei Dank anders. Heute können auch die Frauen die Zitronen mit nach Hause bringen, wenn sie ein Gewinner. Aber daran merkt man auch einmal wieder, wie wichtig auch die Tradition beim Schlappentag ist. Und ich denke, das ist auch wirklich was, auf das man noch einmal hinweisen muss. Wir haben natürlich heute ein Bürgerfest da außenrum. Und das ist auch toll und das ist wichtig. Wir haben vorhin schon über die Bedeutung der Geselligkeit gesprochen. Aber was mich persönlich wirklich am Schlappentag immer so fasziniert, ist, dass man den Ursprung eben doch nicht vergessen hat. Und dass man nach wie vor weiß, es ist ein Fest der Schützen und Handwerker. Nicht so wie in anderen Festen, vielleicht heilt sich doch kein Mensch mehr was, warum es sich jetzt seit jedes Jahr an gewissen Wiesen trifft, sondern bei uns spielt es nach wie vor eine ganz wichtige Rolle und wird natürlich auch aufrechterhalten. Nichts gegen Hauptstädte, um Gottes Willen. Gell? Also nicht, dass ich dann mich zukünftig nicht mehr unten blicken lassen darf. So, und jetzt hat der Lars schon gesagt, ich durfte das Schlappenschießen einmal versuchen. Ich muss dazu sagen, ich habe es das erste Mal gemacht. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal ja quer in der Hand gehabt. Da hat ein guter Freund von mir in der 7. Klasse Geburtstag gefeiert und dann sei vorher beim Schützenverein. Deswegen darf man mit dem Luftgewehr schießen. Und jetzt habe ich also nach dieser langen Zeit, ich habe ja schon gesagt, ich sehe jung aus, aber ich bin tatsächlich nicht mehr der Jüngste. Es fängt schon langsam an, ich so gesehen. Habe ich nach dieser langen Zeit das erste Mal wieder ein quer in die Hand genommen und habe mich bei der privilegierten Scheibenschützengesellschaft mit dem Dieter Gelbrich, dem amtierenden Schlappenkönig, am Zimmerstutzen probiert. Schauen Sie sich gerne mal an, was dabei rausgekommen ist. Grüß dich, Dieter. Servus. Das ist der Dieter Gelbrich, der amtierende Schlappenkönig und
ein absoluter Experte für die Schützentradition und für die Zimmerstutzentradition. Das ist korrekt. Du hast uns jetzt einmal am Zimmerstutzen mitgebracht. Was genau ist das jetzt und vor allem, wie sieht so ein Ding aus? Dann machen wir heute mal den Koffer auf. Ja, zeig mal. Gerne. Aber der Koffer ist immer zugesperrt. Jawohl. Welcher Waffengesetzen, ne? Muss man so machen. Das muss man so machen. So. Und dann ist es auch der Zimmerstutzen. Der Zimmerstutzen hat immer den Nachteil, dass er mit Rundkugeln geschossen wird. Okay. Und mit kleinen Zündhütchen. Du, der Witz, ist das ein Witz. Ja, gut. Naja. Warum? Ja, ich habe, ja, ist schon ein wenig größer, wie ich jetzt gedacht habe, wenn ich ehrlich bin. Ja, Zimmerstutzen heißt sich so klar auch. So, und wenn wir den laden wollen, dann müssen wir leider nicht mehr zum Schießstand gehen und können das nur am Schießstand machen. Ist in Ordnung, aber vielleicht noch ganz kurz an der Stelle mal, der hat jetzt, ziehe ich zwar, so abziehe ich da unten dran, ne? Das hintere ist der sogenannte Stecher und das andere ist dann der Abzug. Warum brauche ich dann so einen Stecher, wenn ich einen Abzug habe? Um das Feuer zu spannen und dass man dann nur noch dahin kommt, damit es dann ganz leicht losgeht. Weil sonst, das heißt, ich muss dann quasi nicht ganz so gut nach hinten durchziehen. Korrekt, dass man nicht so viel wackeln tut. Okay, nicht schlecht. Ja, da hat sich schon mal einer Gedanken gemacht. Na gut, dann nehmen wir das Ding mal mit und dann schauen wir halt einmal. Und dann nimmst du das Kicherl mit. Aufregung steigt. Die Patrona musst du mitnehmen. Die Patrona haben wir da. Ja, das marschieren wir mal hinten. Und jetzt werden sie sich fragen, so ein Mist, jetzt hat uns der Gung die ganze Zeit auf die Folter gespannt und jetzt verrät er uns nicht, was er getroffen hat. Ich hab's mitgebracht. Schau, was er her. Wenn ich's rausbringe. So sieht das Ding dann aus. Ja, und Sie sehen, ich hab die 7 gerissen. Das ist, Lars, bitte ein kleines Lob, das ist nicht schlecht, oder? Fürs erste Mal ist schon in Ordnung. Ja, na? Blatt getroffen ist irgendwo. Blatt getroffen ist schon mal gut. Das heißt also, hätte ich jetzt mit diesem Schuss auch eine Chance drauf, Schlappenkönig zu werden, bestimmt. Ne? Weil ich denke schon, dass du vielleicht nicht so gut schießen wie ich, will ich jetzt mal behaupten. Möglicherweise, aber wenn ich ehrlich bin, die hätten wir nicht ins Auswertungsgerät gesteckt. So, danke, lieber Herr Neumann. Das ist jetzt wieder, ja. Das tut mir leid, du hast mich nach. Die Motivation ist im Keller. Aber gut, genau deswegen haben wir jetzt in diesem Jahr, nein, natürlich nicht deswegen, aber wir haben in diesem Jahr ja auch das Problem gehabt, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir durften nicht schießen, wegen der Corona-Auflagen und deswegen haben wir uns was anderes eifern lassen. Wir haben Sie eingeladen zum Schlappenschmeißen. Nicht Schlappenschießen, sondern Schlappenschmeißen. Das Schlappenschmeißen ist tatsächlich ein Liebesorakel gewesen während der Rauhnächte. Damals haben junge, unverheiratete Menschen einen Schlappen über die rechte Schulter aus der Haustür rausgeworfen. Wenn der Schlappen mit der Spitze vom Haus weggezeigt hat, wie er liegen geblieben ist, hat's geheißen. Man wird im nächsten Jahr ausziehen, weil man die große Liebe finden wird. Wenn der Schlappen mit der Spitze zum Haus hingezeigt hat, hat's geheißen. Man wird noch ein weiteres Jahr zu Hause wohnen bleiben, weil man eben die Zukünftige oder den Zukünftigen noch nicht kennenlernen wird. Wir haben das Ganze zu einem Wettbewerb gemacht, bei dem wir diese jahrhundertealte Tradition quasi wiederbelebt haben. Bei uns durften aber natürlich auch verheiratete Menschen teilnehmen, sonst wäre es ein bisschen unfair gewesen. Und wir haben 3 Gewinnerinnen bzw. Gewinner. Da sage ich jetzt schon mal meinen allerherzlichsten Glückwunsch und der Hinweis sei erlaubt, all diejenigen, deren Namen wir jetzt nennen, die mögen sich bitte bei der Medienstelle der Stadt Hof bei der Ilona Hörrad melden. Dort wird Ihnen dann der Gewinn zugestellt, beziehungsweise werden Sie darüber informiert, wie genau das mit dem Gewinn überhaupt abläuft. Auf dem 3. Platz, und es ist mir eine besondere Ehre, dass ich das so sagen darf, ist die Mannschaft des Hofer Museums Bayerisches Vogtland. Und zwar haben die das ein bisschen interessant interpretiert, diese Schlappenschmeißen. Die haben also quasi einmal den Wettbewerbsbeitrag eingereicht und dann auch direkt noch einen eigenen Film draus gemacht. Ich darf Ihnen aber sagen, es gab dadurch keinerlei Beeinflussung bei der Auswertung. Mit verschiedenen Längen von 7,2, 8 Metern und 5 Metern haben die Damen den 3. Platz von unserem Schlappenschmeißen belegt. Und jetzt schauen wir uns noch einmal an, wie genau das dann aussieht.
Vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare Video und natürlich auch, dass ihr mitgemacht habt. Ihr gewinnt, Trommelwirbel, einen Kasten Schlappenbier von der Brauerei Schadl. Auch den bitte bei der Frau Hörath in der Medienstelle abholen. Super gemacht, herzlichen Dank dafür. Der Zweitplatzierte, das ist tatsächlich ein, man kennt so ein Hofer Original, ne? Man kennt ihn, man weiß, dass er bei solchen Dingen immer sehr gerne dabei ist. Die Rede ist vom Michael Krasser. Michael Krasser hat uns sein Schlappen-Weitschmeiß-Video eingeschickt und er hat eine überragende Weite zusammengebracht von, halten Sie sich fest, 21 Metern. Wahrscheinlich hat er wegen einer anderen Schlappennummer, die Damengrudner hatten ja, soweit ich gesehen habe, die Adilette. Da muss man natürlich dann auch noch Schlappen ein wenig frisieren, wenn man dann möglichst weit schmeißen will. Schauen wir uns mal an, was der Michael Krasser draus gemacht hat. Versuch zwei. Ja, erst einmal das Bier noch trinken, jawohl, das ist wichtig. Und der Schlappen so gut, ja, der hat noch angewärmt. Jetzt ah. Wissen wir es. Ja? Das war der Beweis, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sagenhafte 21 Meter hat der Michael Krasser zusammengebracht. Und ich sage mal so, ne? Lieber Herr Krasser, eigentlich haben wir ja gesucht gehabt, vor dem Schmeißen dreimal Dreher. Wenn jetzt natürlich einer Bier trinkt dabei, dann denke ich, gilt das auch zur Ablenkung. Insofern ist es in Ordnung. Vielen herzlichen Dank für das tolle Video und herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Sie gewinnen eine Genussbox mit ganz wunderbaren Inhalten von den Hofer Metzgereien, von der Brauerei Schadl, quasi könnte man sagen, ein Schlappentags-Gesamtpaket. Dafür auch bitte bei der Ilona Hörath in der Medienstelle melden. So, und jetzt steigt die Spannung. Wenn wir jetzt im Privatfernsehen wären, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann hätten jetzt erst noch einmal drei Werbeblöcke kommen. Und ich würde wahnsinnig lange um einen heißen Brei außen rumreden. Ich würde sehr viel langsamer und gezogener sprechen, um die Spannung aufzubauen. Aber da wir nicht im Privatfernsehen sind, suche ich Ihnen einfach an dieser Stelle, dass der Erstplatzierte, der Robert Hager ist, mit sagenhaften 31,5 Metern. Hier ist der Beweis. Jetzt. Die dreht sich sogar öfter. Ui. Super. 31,5 Meter, das ist echt Wahnsinn. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen, bis man da hingelaufen ist, weil 31 Meter, das ist schon, also das habe ich nicht an der Schule nicht einmal im normalen Weitwerfen zusammengebrochen. Er hat schon gerechnet damit, dass er weit schmeißt, deswegen hat er noch ein zweites Moos von gleich nicht noch gelegt. Und da liegt der Schlappen. Jawohl, sehr, sehr löblich, lieber Herr Hager, sogar noch die. Jawohl, so hört sich das. Fantastisch. 31,5 Meter. Also, lieber Herr Hager, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es jemals überhaupt alles so weit schafft. Ich habe es ein paar Mal bei mir im Garten probiert. Ich habe es immer knapp über die 15 Meter geschafft. Aber wie gesagt, ich war im Sport noch nie so gut. Lieber Herr Hager, Sie bekommen etwas ganz Besonderes. Und das darf jetzt der Lars Neumann verkünden. Das ist wirklich eine große Ehre. Lars, was hat der Herr Hager gewonnen? Ich sage gleich, es ist keine Waschmaschine, auch wenn sich das jetzt so anhört, sondern? Herr Hager hat die Teilnahme am nächsten Schlappenschießen gewonnen. Wir freuen uns, Herr Hager, wir haben gestern noch mal im Kalender gemeinsam geguckt, am 12. Juni bei uns ab 9 Uhr im Schießhäuschen willkommen heißen zu dürfen. Nächstes Jahr aber. Nächstes Jahr, natürlich. Dieses Jahr wird nicht mehr viel bei uns schlafen. Lieber Herr Hager, unseren allerherzlichsten Glückwunsch. Das ist wirklich was ganz Besonderes, denn wir haben ja vorhin schon gehört, am Schlappenschießen, das ist eben doch was, ja, wie soll ich sagen, für gewisse auch Teile, suche ich einmal, eher gedacht ist. Also jedenfalls das normale Schlappenschießen. Es gibt ja mittlerweile auch das Bürgerschlappenschießen. Und das heißt natürlich auch, lieber Herr Hager, dass Sie die Chance haben, Schlappenkönig zu werden. Soll Hasen, wenn Sie jetzt im nächsten Jahr so gut schießen, wie Sie jetzt schon geschmissen haben, dann kriegen auch Sie ein Jahr kostenloses Bargen in Hof, die wunderbare Schützenkette und, wie wir vorhin gelernt haben, die Zitrone.
Ja? Lieber Herr Hager, vielen herzlichen Dank noch einmal und unser aller herzlichsten Glückwunsch. Lars, auch an dich vielen Dank, dass du uns ein bisschen in die Geheimnisse des Schlappenschießens eingeweiht hast. Gern. Jetzt haben wir noch eine Sache zu tun, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Hoferinnen und Hofer. Ich habe Ihnen ja versprochen, wir haben alle Teile des Schlappentages für Sie neu interpretiert, wie der Franke sagt. Das ist ein sehr schwieriges Wort für einen Franken, da sind wahnsinnig harte Konsonanten drin. Wissen Sie schon, wo der Franke die harten Konsonanten leitet? Wir haben ja welche, es ist ja nicht so, dass wir keine haben. Wir haben das harte D in Senft und wir haben das harte G in Garage. Ja, wie in diesem wunderbaren Satz, ich habe meinen Bulldog nein die Garage gefahren. Aber kommen wir zurück zum Thema. Natürlich gehört zu einem Hofer Schlappentag auch der traditionelle Festumzug dazu. Auch den konnten wir in diesem Jahr leider nicht wie gewohnt abhalten. Und deswegen haben wir die Hofer Kids darum gebeten, uns ihre eigene Interpretation des Festumzuges zu schicken. Und ich muss ehrlich sagen, ich war hellauf begeistert, als ich die Einsendungen gesehen habe. An dieser Stelle schon mal ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch alle, dass ihr so fantastisch mitgemacht habt. Wir werden uns jetzt den von euch zusammengestellten Hofer Schlappentags-Festumzug anschauen. Dazu bitte ich eine Sache zu beachten. Dadurch, dass wir dermaßen viele Einsendungen bekommen haben, musste man leider die Geschwindigkeit ein wenig erhöhen, damit wir nicht gar so lang überziehen. Aber es gibt folgendes wirklich tolles Angebot. Wir werden natürlich alle Bilder, die eingeschickt worden sind, auch noch einmal auf der Homepage der Stadthof veröffentlichen. Das heißt also, auch wenn jetzt euer Bild vielleicht nur relativ kurz zu sehen ist, auf der offiziellen Homepage der Stadthof wird es noch einmal in aller Pracht in einer virtuellen Galerie gezeigt werden. Schauen wir uns den Umzug an. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, der Festumzug der Hofer Kinder. Was sollen wir da weiter dazu sagen als fantastisch? Also Sie wissen vielleicht, der Franke, das ist auch wieder ein Mensch, der leider oft mit Lob spart und der größte Lob ist ja passt schon. Aber ich muss einfach sagen, an dieser Stelle langt mir das nicht. Das habt ihr ganz, ganz toll gemacht, liebe Kinder. Echt super. Vielen, vielen herzlichen Dank an euch, dass ihr uns unseren Festumzug dadurch gerettet habt. Jetzt haben wir uns natürlich auch etwas für euch überlegt. Ihr habt vielleicht mitbekommen, wir werden jetzt gleich drei Gewinnerbilder ziehen, aber
Wir haben uns auch gedacht, das wäre wirklich ein bisschen unfair, wenn jetzt quasi aus diesen ganzen tollen Einsendungen nur 3 was gewinnen. Deswegen folgendes Angebot, folgende kleine Überraschung für euch. Alle, die mitgemacht haben, egal ob sie jetzt ihr Bild gezogen sehen oder nicht, bekommen von uns ein paar Hofer Wascht, Ummer oder Sinst. Meldet euch dabei bitte in der Touristinformation, die hat ab morgen, glaube ich, oder wenn wieder offen. Und dann könnt ihr euch da euren Gutschein abholen. Fragt vorher bitte noch einmal nach, weil ich weiß es jetzt tatsächlich nicht genau, ob sie ab morgen wieder offen hat. Und dann könnt ihr euch dort euren Gutschein abholen. Euer Bild, wenn ihr möchtet, auch gerne wieder mit nach Hause nehmen und dann einen Alpurhofer Waschler genießen. Dann haben wir noch einen zweiten Punkt, den ich kurz sagen möchte. Und zwar haben wir das Kinderhaus der Kreuzkirche gerade gesehen, die uns einen fantastischen Schläppchentag-Umzug zusammengebastelt haben. Das habt ihr ganz, ganz super gemacht. Wir haben nur ein Problem mit diesem großen Umzug gehabt. Wir können daraus natürlich jetzt kein einzelnes Bild ziehen, weil wir den wirklich sehr ungern kaputt machen oder zerschneiden wollen. Und deswegen, liebes Kinderhaus Kreuzkirche, auch für euch eine kleine Überraschung, ihr bekommt einen Sonderpreis. Ja, und zwar werden sich diesbezüglich einmal die privilegierten Scheibenschützen mit euch in Verbindung setzen, um diesen Sonderpreis auszumachen. Was genau es ist, darf ich noch nicht verraten, aber ich denke, wir können sagen, dass es auch eine tolle Sache ist, auf die ihr euch schon mal freuen könnt. Vielen herzlichen Dank für eure Einsendung. So, und damit sind wir jetzt beim eigentlichen Teil angekommen, denn wir haben ja auch noch 3 Gewinnerbilder, die unsere Oberbürgermeisterin Eva Döhler für uns ziehen wird. Eva, walte mal bitte deines Amtes, zieh das erste Bild raus und halt es einfach einmal in die Kamera, damit wir noch einmal sehen, ja, wer gewonnen hat. Genau, die Angel wegen zumachen, nicht, dass du noch hast, wir würden irgendwie betrügen. Nee, ich kenne keine Reihenfolge, okay, gar nichts. Jawohl. Schauen wir mal. Schauen wir mal, alles so rum, genau. Ja. Dann kommen nämlich hinten drauf, sehen, wer es ist. Das hat die Pauline gemalt. Die Pauline ist 3 Jahre alt und die hat sich schon Gedanken gemacht, was zum Schlappentag dazugehört und das ist eine Pistole. Also super, wahrscheinlich der Zimmerstutzen. Pauline, super, du gehörst zu den 3 Gewinnerinnen. Ganz toll, vielen Dank für die Pistole. Die ist auf jeden Fall schon mal dabei. Klasse. Was genau du gewonnen hast, Pauline, sagen wir dann gleich noch, wenn wir die anderen Gewinner gar gezogen haben. Also noch ein zweites Bild bitte, Eva. Oh, das ist immer so spannend, gell? Fast wie beim Lotto. Ja. Oh, das ist ein Bild und gebastelt. Ja, das ist hier der Hofer Schlappentag, den hat der Timon Brandt, auch aus Hof, ja, als Collage angefertigt. Also super, er hat die Figuren ausgeschnitten und ja, das ganz ist schon toll, ein kleiner Umzug. Ne? Ja. Und alle, das ist immer ganz wichtig beim Schlappentag, alle feiern zusammen. Ne? Man sieht hier ganz viele verschiedene Personen, die eben miteinander sich auch eine tolle Zeit machen. Super, Timon. Der Timon. Tolles Bild, was du uns gemalt hast. Vielen herzlichen Dank dafür. So, jetzt kommt noch der dritte Gewinner, die dritte Gewinnerin. Sind mich mal klein. Ach, das ist immer so aufregend. Sind auch kleinere, gell, dabei, die dürfen auch nicht, genau, untergehen. Genau, richtig, ja. Ja. Sehr schön. Ja, die Eva achtet auf Gerechtigkeit. So, das ist sogar, also das ist sogar doppelseitig beidseitig bemalt. Einmal so. Jawohl. Und einmal so. Jetzt also haben wir nur es ist auf jeden Fall ein Problem, von einer Lisa. Jawohl. Die geht auch in die Kinderoase. Die Lisa ist 7 und die hat den Umzug so in Erinnerung. Also ganz bunt und ja, mit einer Familie, die dabei ist. Und bestimmt, Lisa, freust du dich auch wieder aufs nächste Jahr. Herzlichen Glückwunsch an alle 3 Gewinner und Gewinnerinnen. Vielen herzlichen Dank, liebe Kids. Das habt ihr wirklich ganz fantastisch gemacht. Jetzt werdet ihr euch fragen, was habt ihr gewonnen? Wir haben für euch ein Überraschungspaket zusammengestellt, das euch dazu oder dabei helfen soll, zukünftig noch mehr und noch künstlerischer aktiv zu sein. Ihr habt uns ja schon gezeigt, was ihr alles drauf habt. Und jetzt wollen wir euch gerne dabei helfen, das noch mehr auszuleben. Deswegen bekommen die 3 Gewinner und Gewinnerinnen von uns ein Überraschungspaket. Unter anderem sind da drin auch Straßenmalkreiden enthalten. Wenn ihr das abholen wollt, dann sagt bitte euren Eltern, dass sie sich ab nächster Woche Montag bei der Medienstelle der Stadt Hof, bei der Frau Hörrad melden können. Ab dann könnt ihr euer Überraschungspaket abholen. Und an dieser Stelle noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank an alle Kids, die mitgemacht haben. Ich bin immer noch total geplättet. Ich durfte wieder alle schon vorher anschauen und muss wirklich sagen, das habt ihr ganz fantastisch gemacht. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür.
Ich sehe gerade, vorhin habe ich es noch gesagt, gell? Wir sind ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht ein bisschen, wir sind überwältigt von dem, was Sie uns schicken. Wir machen jetzt zum Ende, denn da kommen wir langsam drauf hin, noch einmal einen ganz kurzen Blick auf unsere Bilder, die Sie uns eingeschickt haben, unter dem Hashtag Schlappentag 2021, um zu sehen, wie Sie den Schlappentag feiern. Der Mirko Schön in Schauerstar bei Selbitz. Lieber Mirko, du singen wir doch Prost und zum Wohle beim Schlappenbier. Und der Christian Brandt sagt, dass der Schlappentag so weitergehen kann. Sehr cool. Simone Fischer, los geht's, Schlappentuch am Balkon. Simone, richtig, auch das ist möglich. So kann man auch feiern. Und im Kreise der Familie feiert die Caroline Holz aus Hof den Hofer Nationalfeiertag mal ganz ohne Dienst beim BRK Sanitätsdienst. Liebe Caroline, du sagen wir doch an der Stelle auch einmal generell ganz, 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 ganz herzlichen Dank für euren Einsatz. Ich denke, Grodner, auch solche Leute, die sich ehrenamtlich beim BRK, bei der Feuerwehr etc. einsetzen, die muss man einfach einmal erwähnen, was ihr leistet und gerade auch in der letzten Zeit geleistet habt, ist echt total super. Deswegen lasst es euch schmecken und stoßt da mal an. Und in Kronach, da haben sich Alpha Omega Shots zusammengestellt für die Schlappentagsbrotzeit. Jawohl, auch da ist eine Genussbox angekommen, sehe ich schon. Und nebendran liegt das Tablett, auch bekannt als das Tablet, ne, wo dann schön der Schlappentag mit uns gefeiert wird. Oh, und die Kreishandwerkerschaft hat noch ein ganz besonderes Foto eingereicht. 4 Wandergesellinnen und Wandergesellen waren auf der Walz dabei und haben sich mit dem Geschäftsführer Thorsten Leucht heute am Schlappentag in Hof getroffen. Das ist doch auch eine tolle Sache, wie man Handwerkstradition feiern kann. Oh, okay, und da haben wir den René Chef-Melancholiker, Schlappentag-Champion, Platz 1 beim Schlappentag-Weitwurf. Ja, das ist ja eine tolle Sache. Das sagen wir doch noch einmal an dieser Stelle. Allerherzlichsten Glückwunsch. So sehen Sieger aus und das Bier dürft ihr euch auch schmecken lassen. Das habt ihr euch verdient. Bloß, wie schon gesagt, nächstes Jahr vorm Schlappenschießen bitte keinen Alkohol genießen. Das für mindert die Zielgenauigkeit immens. Und dann haben wir noch vom Thorsten Leucht Cold Wanser weg. Cold Wanser weg, Sensor. Das muss man jetzt erklären. In Hof gibt es den wunderbaren Spruch: Haas Sensor, Cold Wanser vor unserer Hofer Waschlermänner. Und das ist natürlich beim Bier genau umgekehrt. Das muss schön kalt sein und am Ende ist es am besten, wenn es noch weg ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Schlappentagsfreundinnen und Schlappentagsfreunde, das soll es gewesen sein. Der Schlappentag 2021 geht langsam seinem Ende entgegen. Ich hoffe natürlich jetzt sehr, dass ich, auch wenn ich wie der von mir hochgeschätzte Thomas Gottschalk ein Franke bin, nicht zu sehr überzogen habe. Selbst wenn, wäre es mir genauso wie ihm awascht. Weil das musste jetzt einfach sein. Ich hoffe, Ihnen hat dieser Tag genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und wir möchten jetzt, bevor wir noch einmal anstoßen, die Eva und ich, noch ganz kurz einen kleinen historischen Ausblick an das Ende stellen. Weil natürlich wir auch damit begonnen haben. Wir haben jetzt uns angehört, es waren die Hussiten da, es gab das Schlappenschießen, die Stadt wurde wieder aufgebaut, aber was kam eigentlich danach? Sie werden sich vielleicht daran erinnern, dass ich am Anfang gesagt habe, es gab noch einen zweiten Reformator, der sich auf Hussens und auf Wycliffes Thesen bezogen hat, und das war niemand Geringeres als Martin Luther. Er hat 1517 die 95 Thesen an die Schlosskirchentür zu Wittenberg genagelt und damit das begonnen, was wir bis heute als die Reformation kennen. Und es ist deswegen so wichtig, weil Luther jemand war, der in seiner Zeit die Probleme quasi erkannt hat und sie entsprechend eben auch versucht hat zu lösen. Soweit die Forschung sich mittlerweile einig ist, wollte er nie die Kirchenspaltung, aber am Ende kam es dann eben soweit. 1529 hat anschließend Kaspar Löhner, ein Schüler Martin Luthers, den ersten deutschsprachigen Gottesdienst in der Michaeliskirche in Hof gehalten. Und damit kann man sagen, dass tatsächlich gut 100 Jahre nach den Stürmen der Hussiten die Reformation und damit eben auch Hussens Forderung, den Gottesdienst für alle Menschen zu öffnen, ihn in der Sprache des Volkes zu halten, das Abendmahl in beiderlei Gestalt für alle zugänglich zu machen, in Hof Anklang gefunden hat. Seitdem ist Hof protestantisch, was es bis heute geblieben ist, wie im Übrigen fast die gesamte Region des ehemaligen Markgraftums. Das wäre aber eine zu lange Geschichte und soll ein andermal erzählt werden, weil meine Aufnahmeleiterin nämlich schon ganz verschmitzt unter der Maske des Lachen aufhängt. Ich hoffe, Ihnen hat dieser, wenn auch etwas andere Schlappentag genauso viel Spaß und Freude gemacht wie uns. Die genaueren Hintergründe, auch die Informationen und natürlich alle heute gezeigten Videoclips können Sie in den nächsten Tagen,
morgen nicht gleich, denn morgen gibt es ja erstmal den Film zu der Schädelbrauerei, aber in den nächsten Tagen auf YouTube sehen. Wir werden die peu à peu online stellen, auch den gesamten Film, den wir mit den Schützen und Handwerkern gedreht haben, können Sie sich dann auf YouTube noch einmal anschauen. Ansonsten bleibt mir nichts weiter übrig, als Ihnen alles erdenklich Gute zu wünschen. Bleiben Sie weiterhin positiv in den Gedanken und negativ in den Tests. Und ich darf mich an dieser Stelle auch noch einmal ganz herzlich bedanken bei dem ganzen Team, was hier im Hintergrund wirklich jetzt seit, ich sage mal, knapp einer Woche Höchstleistung und Höchstarbeit vollbracht hat. Dass das heute so wunderbar geklappt hat, das haben wir einem tollen Team an Technikern und Technikerinnen von der Freiheitshalle zu verdanken. Die werden Sie auch gleich im Abspann noch einmal entsprechend sehen. Wir sagen alles Gute für die Zukunft. Wir freuen uns darauf, Sie im nächsten Jahr unter dann hoffentlich wieder normaleren Umständen beim Schlappentag 2022 in persona oder, um wieder ein englisches Wort zu benutzen, im Real Life in Hof begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles erdenklich Gute, bleiben Sie schön gesund und schauen Sie bei Gelegenheit gerne mal in Hof vorbei. Machen Sie es gut und ade, bis zum nächsten Mal. So, Eva und alles jetzt Gute zum Wohl auf den Schlappentag und auf alle, die im Herzen dabei waren und dabei sind und im Herzen dabei bleiben. Sehr schön. Prost.